Der Welt. Nach Motiven von Sir Arthur Conan Doyle. Bearbeitung Thomas Tippner. Gelesen von Matthias Ernst Holzmann. Die Linien verschwimmen. Jetzt, wo meine Erinnerungen noch frisch und allgegenwärtig sind, will ich Ihnen erzählen, was für ein sonderbares Abenteuer ich erlebt habe. Ein Abenteuer, dessen Tragweite und dessen Ausmaße mir noch immer nicht begreiflich sind. Ich gebe zu, dass mir der Kopf schwirrt und dass ich die Ereignisse noch nicht wirklich in Reihe und Glied gebracht habe, wie es sich für einen guten und gewissenhaften Journalisten gehört. Besonders für einen, der für die Daily Gazette schreibt und es, ohne mir selber schmeicheln zu wollen, meisterhaft versteht, den Menschen Tag für Tag die Ereignisse unserer Welt nahe zu bringen. Meine hochmütige Annahme, einer der fähigsten Journalisten Londons zu sein, beruht darauf, dass ich mit Professor Challenger vor gut drei Jahren ein Abenteuer erlebte, das meinen Verstand dermaßen in Wallung versetzte, dass er heute noch bebt und wie beflügelt zu sein scheint. Das Abenteuer, das ich damals aufschrieb und in der eben erwähnten Zeitung veröffentlichte, hatte mich über Nacht zu einem gefeierten und mit Lob überschütteten Mann gemacht was ebenso auf meinen Begleiter Lord Roxon und den kauzigen, aber doch liebenswerten Professor Summerley zutrifft. Der Mann, der in der Welt der Gelehrten und Gebildeten aber am meisten Ruhm und Ehre für sich einstreichen konnte, war der nicht gerade beliebte, nun aber respektierte Professor Challenger. Lange verlacht und von kaum jemandem ernst genommen, gibt es nun kaum eine Podiumsdiskussion, auf der er nicht zugegen war. Egal um welches Thema es sich handelte, Challenger schien zu jedem und zu allem eine Meinung zu haben. Auch zu dem Thema, mit dem sich meine jetzige Geschichte befasst. Eine Geschichte, die sich, so unglaublich sie auch ist, dennoch zugetragen hat und die mich jetzt noch, als ich schon an meiner Schreibmaschine sitze und sie angefangen habe niederzuschreiben, innerlich auffühlt. Es überkommt mich eine Gänsehaut, wenn ich an die Angst denke, die mich gequält hat. An die Enge des Kellers, der mich glauben ließ, lebendig begraben zu sein, oder an die Furcht, die ich hatte, dass uns alle ein tragisches und grauenhaftes Schicksal heimsuchen könnte, dem wir machtlos ausgeliefert wären. Der kalte Schweiß bricht mir aus, allein deswegen, weil ich an die unheilvollen Worte meines Freundes Challenger denke, der mit erhobenem Zeigefinger vor mir saß und mir mit donnernder Stimme klarzumachen versuchte, dass ich alles hatte, nur keine Chance mehr. Aber nun gut. Ich will den Ereignissen nicht vorgreifen und deshalb erzählen, wie sich all das, was ich eben gerade nur skizzenhaft beschrieben habe, genau zutrug. Jeder meiner Leser weiß, wie viel ich arbeite und dass man sich immer auf mich verlassen kann, egal um was es sich handelt, wenn es um eine journalistische Arbeit geht. Und so verwundert es sicherlich niemanden, dass ein Mann wie ich, der durchgehend für seinen Chefredakteur den alten ehrwürdigen Schotten Macadel auf den Beinen war, auch gerne einmal frei gehabt hätte. Drei Tage sollten es sein, die ich mir vorgestellt hatte, um einmal das zu tun, was ich wollte. Mehr nicht. Außerdem, und das muss ich dazu sagen, wären eben genau diese drei Tage dafür bestimmt gewesen, einmal mit einer Frau Zeit verbringen zu können, um die ich schon seit einigen Wochen zu werben begonnen hatte. Und endlich, nach einer unendlich langen Zeit des Vortastens, des Kennenlernens und der Hoffnung, dass sie meiner Gesellschaft nicht überdrüssig wurde, hatte sie endlich zugestimmt, für ein verlängertes Wochenende mit mir hinaus aufs Land zu fahren. Aber als ich das zweifelnde Drei Tage von mcAdel hörte, als ich ihm meinen Wunsch zutrug, wusste ich bereits, dass ein Journalist niemals frei über seine eigene Zeit verfügen konnte. Deshalb klang mein das wäre mein Wunsch, ja, schon so niedergeschlagen und leise, dass ich mich selber dafür ohrfeigen könnte, nicht darauf bestanden zu haben, meinen Standpunkt zu verteidigen. Was waren schon drei Tage? Was denn? Gar nichts. Und eben deshalb ärgerte ich mich insgeheim darüber, dass mein Vorgesetzter sie mir nicht gönnen wollte. Als er aber sagte, ich kann sie Ihnen natürlich gewähren, hellte sich meine Stimmung für einen kurzen Augenblick auf um dann allerdings wieder in den Keller zu sinken, weil ich hörte, wie er hinterherschob. Aber dann werden Sie leider keine Chance haben, den aufbrausendsten, engstirnigsten und wohl genialsten Wissenschaftler unserer Zeit zu interviewen. Reden Sie etwa von Challenger? fragte ich teilnahmslos und glaubte zu wissen, wohin mich das Gespräch führen würde. Genau den. Und warum soll ich ihn interviewen? Alleine schon deshalb, weil der junge Alex Simpson vom Courier seine aufbrausende und ungestüme Art am eigenen Leibe erfahren hat. Ich las im ausgiebigen Polizeibericht darüber, nur weiß ich nicht, warum Challenger so aus der Haut gefahren ist, sagte ich, mich sehr wohl daran erinnernd, wie belustigt ich darüber war, als mir der Polizeibericht zugeschickt worden war. Angeblich anonym. Aber ich war mir sehr wohl bewusst, dass ich seit meinem journalistischen Aufstieg den ein oder anderen Kollegen verärgert hatte. Denn Sie, lieber Leser, müssen wissen, dass es wohl kaum eifersüchtigere und auch missgünstigere Menschen gibt als Journalisten. Obwohl wir alle ausgesprochen gut zu tun haben, jeder von uns den ein oder anderen, die Auflage in die Höhe treibenden Artikel geschrieben hat, schauen die Kollegen immer missgünstig nach links und nach rechts. Hatte der eine Journalist gerade eine Sensation präsentiert, so will es ihm der andere Reporter gleich tun. Und hatte er es ihm gleich getan, mag der erste Kollege mit seinem zuvor erzielten Ergebnis gar nicht mehr in Verbindung gebracht werden. Eitelkeit, du wirst noch der Untergang einer jeden Zeitung sein. Mir aber kam zugute, und das meine ich ganz bescheiden und nicht aufschneiderisch, dass ich mich von solchen Konkurrenzkämpfen innerhalb der Journalistenszene in London freigemacht habe. Ich gebe mich ebenso mit einem Artikel zufrieden, der den Zoo von London beschreibt, wie mit einem Interview mit dem aufbrausenden und für wenig Verständnis bekannten Professor Challenger. Ich sehe die Schreiberei als meinen Beruf, nicht als Berufung. Weshalb ich die Möglichkeit habe, mich an meinem Namen zu erfreuen, der unter jedem Artikel steht, den ich geschrieben habe. Das will ich Ihnen gerne sagen, riss Mr. Adel mich aus meinen Gedanken und wedelte mit seiner eine Zigarette haltenden Hand vor mir herum. Oder besser gesagt zeigen. Wollen Sie denn immer noch die drei Tage Urlaub? Ich wollte sowieso hinaus aufs Land, raus nach Rutherfield, aber mit meinen Plänen eine junge Dame. Junge Damen warten auf einen, wenn Sie es ernst meinen, sagte Adel, wedelte unwirsch mit der Hand. Und setzte das Gesicht eines überzeugten Junggesellen auf, wie es nur ein Mann aufsetzen konnte, der niemals eine heiße, innige Liebe gespürt hatte, wie jemand, der des Nachts mit einem Lächeln auf den Lippen aufwachte und den einen, alles beherrschenden Gedanken an sie hatte. Das hier ist doch viel wichtiger, es geht schließlich um unsere Auflage. Die seit drei Jahren kontinuierlich steigt, erinnerte ich ihn. Ja, ja wischte er meine Bemerkung beiseite. Aber nun lesen Sie mal das hier bitte. Das ist verrückt, aber dennoch so genial, dass ich es als exklusives Interview in meiner Zeitung veröffentlicht haben will. Nun reichte mir McAdel eine Zeitung, die er missbilligend vom Fußboden aufhob und lehnte sich dann, ganz wie es seine Art war, in seinem Sessel zurück, faltete die Hände ineinander und bedachte mich mit einem so gönnerhaften Lächeln, dass ich gar nicht anders konnte, als nach der Zeitung zu greifen. Ich räusperte mich, bevor ich einen Blick auf das Geschriebene richtete. Als ich angefangen hatte, stumm zu lesen, unterbrach mein Redakteur mich und verlangte mit herrischem Tonfall Bitte laut vorlesen, junger Freund, ich möchte Wort für Wort hören. Na schön, wie Sie wollen, sagte ich nickend, meinen Unmut über diese lehrerhafte Bevormundung nicht verbergen könnt. Es geht damit los, dass geschrieben wird wissenschaftliche Möglichkeiten. Geehrter Herr! Mit stillem Ergötzen, dem jedoch auch einige weniger schmeichelhafte Empfindungen beigemengt waren, habe ich das außerordentlich selbstzufriedene und außergewöhnlich alberne Geschreibsel des James Wilson Macphail gelesen, das Sie kürzlich in Ihrem Blatt brachten, und dass das Verschwimmen der Fraunhofer'schen Linien in den Spektren des Planeten wie auch der Fixsterne behandelt. Jener Herr bezeichnet die Sache als völlig belanglos. Ein etwas schärferer Verstand allerdings würde dieser Erscheinung besondere Bedeutung beimessen, da sie letzten Endes das Wohl und Weh aller Lebewesen berühren kann. Ich kann ja wohl nicht damit rechnen, dass es mir möglich sein wird, mit wissenschaftlichen Fachausdrücken das Verständnis jenes geistig abgestumpften Kreises einer Tageszeitung zu erreichen, der es gewohnt ist, sein Wissen aus den Spalten zu schöpfen. Ich will daher versuchen, mich dem beschränkten Fassungsvermögen eben dieser Kreise anzupassen und die Sachlage durch ein handfestes Beispiel zu illustrieren, das sich wohl innerhalb der Verstandesgrenzen ihrer Leser bewegen wird. Während ich das las, schnaubte MacAdel unentwegt. Was für ein Halunke, was für ein Kauz! Der hat vielleicht Mut, so etwas von sich zu geben. Der beleidigt wirklich seine Leser, um danach lachend zu rufen. Bei dem hat selbst der verliebteste Gockel keine Chance, ungerupft nach Hause zu kommen. Himmel, Challenger würde sogar die friedlichsten und pazifistischsten Quäker dazu bringen, zur Waffe zu greifen, um ihm damit zu drohen, ihn zu erschießen wenn er nicht bald seinen Mund hielte. Von dem begeisterten Gerede meines Vorgesetzten nur wenig beeindruckt, las ich den Artikel weiter, wohlweislich äußerst monoton und desinteressiert, um Macadel zu zeigen, dass ich mit seiner Entscheidung, meinen Urlaub nicht zu genehmigen, alles andere als zufrieden war. Nehmen wir einmal an, dass ein kleines Bündel miteinander verknüpfter Korken durch den Atlantischen Ozean in einer langsamen Strömung dahin treibt. Tag für Tag schwimmen die Korken unter stets gleichmäßigen Verhältnissen weiter. Hätten diese Korken einen angemessenen Verstand, so würden sie wahrscheinlich überzeugt davon sein, dass dieser Zustand der Dinge ewig gleichbleibend ist. Wir aber, mit unserem so überlegenen Fassungsvermögen, wissen, dass sich vielleicht etwas ereignen könnte, worauf die Korken nicht gefasst sind. So könnten sie gegen ein Schiff oder einen schlafenden Walfisch treiben oder sich in Seetang verwickeln. Letzten Endes aber müsste ihre Reise damit enden, dass die Korken irgendwo an die Felsküste Labradors geworfen werden, aber sie ahnen nichts von alledem, da sie doch Tag für Tag so sanft und gleichmäßig in einem wie sie annehmen, unbegrenzten und gleichmäßigen Ozean weiterschwimmen. Ihre Leser werden vielleicht schon begreifen, dass ich in diesem Gleichnis mit dem Ozean den unendlichen Äther meine, durch den wir treiben und dass die zusammengebundenen Korken das kleine, unbedeutende Planetensystem darstellen sollen, dem wir angehören. Eine Sonne dritten Grades mit einem Pack von unbedeutenden Satelliten treiben wir unter stets gleichscheinenden Verhältnissen einem unbekannten Ende zu, einer ganz abscheulichen Katastrophe, die uns in den äußersten Grenzen des Raums ereilen wird, wo wir über einen Äther Niagara hinabstürzen oder an einem unsichtbaren Labrador zerschellen werden. Ich teile den seichten und ungewissen Optimismus Ihres Korrespondenten James Wilson MacPale keineswegs, sondern glaube vielmehr, dass es geboten wäre, eine Veränderung unserer kosmischen Umgebung, welche schließlich unser aller Schicksal bedeuten kann, auf das genaueste zu erforschen. Ich hörte einen kurzen Moment aufzulesen. Mit einem wenig schmeichelhaften Blick betrachtete ich meinen Redakteur, der sich wie ein siegessicherer Börsianer die Hände rieb, da er wusste, dass seine Aktien in wenigen Sekunden durch die Decke schießen würden. Und so wie er dasaß, sich meiner Blicke gar nicht bewusst, konnte ich ihm gerade gar nichts, aber auch wirklich gar nichts Gutes abgewinnen. Ich ahnte, dass er schon jetzt damit rechnete, dass sich in den nächsten Tagen die Umsätze unserer Zeitung steigern würden, und wenn Mellon den streitlustigen Challenger interviewen würde, Konnte das nur bedeuten, dass die beiden Abenteurer gemeinsam etwas auszuhecken begann? Und was war für ein Interview erträglicher, als wenn zwei Männer es miteinander führten, die vor drei Jahren schon einmal für eine Sensation gesorgt hatten? Ich seufzte bei dem Gedanken und bereue jetzt, als ich mir bewusst werde, was uns damals noch alles bevorstehen würde, wie gemein und unhöflich ich zu MacAdl gewesen war. Nun, damals wusste ich es nicht. Und so konnte ich auch keinerlei schlechtes Gewissen verspüren. Vielmehr stieß ich genervt die Luft aus, als mein Redakteur sagte, Jedes Wort ist ein Glockenschlag, jeder Satz eine Offenbarung. Was wäre Challenger nur für ein Prediger geworden? Die Menschen hätten sich ihm niemals, niemals sage ich Ihnen, widersetzen können. Ich hingegen gab auf diese Schmeicheleien nichts, sondern las stattdessen weiter. Das Verschwimmen und Verschwinden der Fraunhoferschen Linien im Spektrum weist meiner Ansicht nach auf eine Veränderung im Kosmos hin, eine Veränderung von ganz besonderer Art. Das Licht der Planeten ist bekanntlich der Reflex des Sonnenlichts, das Licht der Fixsterne hingegen strömt aus ihnen selbst hervor. Nun zeigt gegenwärtig sowohl das Spektrum des Planeten wie auch das der Fixsterne dieselbe Veränderung. Kann der Grund hierzu wirklich an allen diesen Planeten und Fixsternen selbst liegen? Das halte ich für ausgeschlossen, von welcher gemeinsamen Veränderung sollten sie plötzlich alle befallen worden sein? Oder vielleicht ist der Grund für die Veränderung die Erdatmosphäre? Das wäre eventuell möglich, ist jedoch nicht wahrscheinlich, da wir hierfür keine sichtbaren Anzeichen haben und diesbezüglich chemische Analysen ergebnislos geblieben sind. Was gibt es also noch für eine dritte Möglichkeit? Eine Veränderung in dem so unendlich feinen Äther, dem lebenden Medium, das Stern mit Stern verbindet und das ganze Weltall ausfüllt? Tief unten in diesem Ozean treiben wir in langsamer Strömung dahin. Ist es nun nicht möglich, dass diese Strömung uns in Ätherzonen führt, welche uns neu sind und Eigenschaften besitzt, von welchen wir nie etwas erfahren haben? Irgendeine solche Veränderung im Äther könnte vorhanden sein, die kosmische Veränderung des Spektrums spricht dafür. Dieser Umstand kann günstig für uns sein, kann Gefahr für uns bergen und kann außerdem mit keinerlei Wirkung für uns verbunden sein. Wir wissen vorläufig gar nichts darüber. Einfältige Beobachter könnten die ganze Angelegenheit als unbedeutend abtun. Jemand, der wie ich einen doch etwas schärferen Verstand besitzt, muss aber begreifen, dass die Möglichkeiten, die im Weltall ruhen, unbegrenzt sind und dass der am klügsten ist, der stets auf unvorhergesehenes vorbereitet ist. Um nun mit einem augenfälligen Beispiel zu kommen: Wer kann beweisen, dass jener allgemeine Ausbruch einer geheimnisvollen Krankheit bei den eingeborenen Stämmen Sumatras, von dem in ihrem Blatt gerade am selben Morgen berichtet wurde, nicht irgendwie im Zusammenhang mit jener angenommenen kosmischen Veränderung steht, auf welche eben diese Völker früher reagiert haben mögen als die komplizierten Europäer. Das wäre eine Frage, die sich derzeit weder mit Ja noch mit Nein beantworten lässt. Immerhin wäre derjenige, der nicht begreifen würde, dass die wissenschaftliche Möglichkeit hierzu tatsächlich vorhanden ist, in der Tat ein ganz unverbesserlicher Dummkopf. Mit Hochachtung George Eduard Challenger, The Briars Rutherfield. Ich ließ, nicht ganz ohne Scham, da ich mit dem Geschriebenen so gut wie gar nichts anfangen konnte, die Zeitung sinken. Missmutig hatte ich meine Augenbrauen zusammengekniffen, schaute beleidigt zu Macadel und fragte mit zerknirscht klingender Stimme Was um Himmels willen sind denn Frauenhofersche Linien? McAdle hob den Zeigefinger und stieß ein Ha aus, um anschließend lächelnd zu sagen: Das wusste ich auch nicht. Jetzt aber wissen Sie es? Ich hoffe es, schmunzelte er und zeigte auf ein Blatt Papier, das er vor sich liegen hatte. Sie sehen hier die unterschiedlichen Punkte? Natürlich. Insgesamt sah ich mehrere Farbklecks auf dem Papier, die von Grün, Violett bis hin zu Gelb und Beige reichten. Das sind unsere Planeten, und diese hier sind die Linien, die sie miteinander verbinden. Die Farben, die sie sehen, sind das Licht, das durch die Prismen gespalten wird. Dadurch hat jeder Planet seine eigene Farbe. Diese Linien aber verwischen gerade, wie man auf diesem Foto hier gut erkennen kann, meinte mein Verleger und fügte noch hinzu. Wir drucken es morgen. Wir wollen ja auch eine gute Auflage haben, nicht wahr? Aha, sagte ich, da ich weder etwas mit der Erklärung noch mit dem Bild anfangen konnte. Für mich waren das alles böhmische Dörfer, und es ärgerte mich mehr und mehr, dass ich wegen solcher Dinge, die ich nicht begreifen konnte, meine drei Tage Urlaub nicht bekommen sollte. Deshalb seufzte ich, schüttelte den Kopf und versuchte meine Gedanken wieder auf das zu konzentrieren, womit ich mich auszukennen glaubte. Unsere Welt. Warum hat Challenger Sumatra erwähnt? Ist dort etwas Besonderes vorgefallen? Sie haben ein Auge fürs Detail, das liebe ich so an Ihnen, Malone, erwiderte McAdel, der den Finger auf mich richtete und mir zuzwinkerte. Es ist tatsächlich etwas passiert, etwas, das ich auch erst nachschlagen musste, wenn ich gestehen darf. Aber einer der dort ansässigen Stämme ist von einer merkwürdigen Krankheit heimgesucht worden. Was genau untersucht wird, habe ich nicht in Erfahrung bringen können. Nur, dass sich eben das lineale Spektrum verändert hat, das Sumatra gestreift hat. Verstehe, dass wer will, ich tue es nicht. Aber wenn Challenger uns eines bewiesen hat, dann, dass man ihm Glauben schenken sollte. Auch wenn es um irgendwelche kosmischen Linien geht, deren verändertes Farbspektrum Sumatra gestreift hat. Ich zuckte mit den Schultern. Ich begriff es einfach nicht. Und so erhob ich mich von McAdles Platz, der nun meinte... Sobald Sie bei Challenger sind, schicken Sie mir bitte ein Telegramm. Ich möchte es morgen gleich als Ankündigung bringen, dass Sie an der Sache dran sind und den Professor zu einem Gespräch bitten. Wie immer gerne, sagte ich zwischen zusammengepressten Lippen und verließ dann das Büro meines Vorgesetzten. Lustlos stieg ich die Treppe der Redaktion in die Empfangshalle herab, als ich plötzlich eine leise, von einem Knaben stammende Stimme hörte, die fragend rief: Mr. Malone? Der bin ich ja, sagte ich und nickte dem Jungen zu, der in seiner Botenuniform merkwürdig entstellt aussah, da sie ihm beim besten Willen nicht passte. Das Jackett war ihm viel zu groß, die Hose zu breit geschnitten, am Saum aber zu kurz, so dass man seine Knöchel sehen konnte, und der Hut, den er trug, verlieh ihm Segelohren, so dass sein blasses Gesicht dadurch noch mehr zur Geltung kam, was es am besten nicht getan hätte. Denn betrachtete man es aufmerksam, musste man feststellen, dass er vorstehende Zähne hatte und große, wässrig wirkende Augen, die das lange, schmale Kinn nur noch mehr betonten und die spitzer vorstechende Nase in einen Fokus rückten, in dem sie nicht stehen sollte. Ich habe ein Telegramm für Sie, sagte er und wedelte mit einem Stück Papier in der Hand. Ihre Haushälterin sagte mir, dass ich Sie hier finden kann. Danke, sagte ich gab dem Jungen ein Trinkgeld und las dann das Telegramm, das man mir geschickt hatte. Malone, 70 Hill Street, Stratham. Mitbringen Sauerstoff, Challenger. Zweites Kapitel. Sagen Sie bloß, der alte Sturkopf hat Ihnen auch geschrieben und den Befehl erlassen, eine Flasche Sauerstoff zu besorgen. Wurde ich von der schrillen Stimme Professor Summerlees begrüßt der wild mit den Armen fuchtelnd auf mich zugestapft kam. Sein langer, rauschender Bart reichte bis auf seine Brust herab. Sein sowieso schon lichter gewordenes Haar war noch weiter zurückgewichen. Nur die Angriffslust, die ihn immer ausgezeichnet hatte, war keiner Veränderung unterlegen. Was ich vom Rest seines Körpers nicht sagen konnte. Er war schon immer schlank gewesen, um nicht zu sagen dürr, aber jetzt, wo er mit vor Aufregung rotem Kopf auf mich zugeeilt kam, fiel mir auf, wie dünn er mittlerweile geworden war, dass sich die faltige Haut wie eine lederne Maske über seinen Kopf spannte. Scharf stachen seine Konturen dadurch hervor und ließen mich glauben zu einem Totenschädel zu blicken, in dem auf wundersame Art und Weise noch wütende Augen funkelten. Seine Bewegungen, schon immer ungelenk, waren nun regelrecht eckig geworden. Man sah ihm an, dass er mit Hüftproblemen zu kämpfen hatte, und dass die Knie ihren Dienst ebenfalls nicht mehr so verrichteten, wie sie es sollten. Am meisten aber erschreckten mich seine Hände, die er mir zur Begrüßung entgegenstreckte. Seine Finger waren lang und spitz, die Fingernägel brüchig, von mangelndem Kalzium wie aufgesprungen wirkend. Und als er meine Hand schüttelte, fühlte es sich an, als würde ich den Knochen eines Koteletts zwischen den Fingern halten. Ich lächelte pflichtbewusst und nahm mir vor, nichts über seinen ausgemagelten Zustand zu sagen und antwortete stattdessen, »Ja, hat er.« »Das sieht ihm wieder mal ähnlich,« schnaufte Summerlee. »Als hätten wir nichts anderes zu tun, als zu ihm hinaus auf das Land zu fahren.« »Anscheinend nicht,« schmunzelte ich. Summerlee brauste gleich wieder auf, als er begriff, was ich ihm geradezu spöttisch vorwarf. »Ich bin wissenschaftlich daran interessiert, was der alte Querkopf schon wieder ausgeheckt hat. Deshalb habe ich mich auf den Weg gemacht. Und nicht, weil er wie ein König nach seinen Untertanen gerufen hat. Er wird wahrscheinlich seine Gründe haben, sagte ich beschwichtigend und trat dann ebenfalls in den Laden, aus dem der Professor gerade kam. Ich kaufte eine der tragbaren Sauerstoffflaschen und meinte dann zu Summerlee, Fahren wir doch zum Victoria Bahnhof. Von dort aus wird es am einfachsten sein, einen Zug zu finden, der von London in Richtung Rutherfield fährt. Gerne, mein Taxi wartet sowieso noch auf mich, entgegnete der Professor und führte mich dann durch das immer dichter werdende Gedränge auf Londons Straßen hin zu dem Wagen, der uns zum Bahnhof fahren sollte. Der Chauffeur, ein untersetzter, glatzköpfiger Mann, begrüßte mich und half mir die Sauerstoffflasche im Kofferraum zu verstauen. Nachdem ich mich gesetzt hatte und Samali seinen Platz neben dem Fahrer eingenommen hatte, fuhr dieser gleich darauf los, um uns zum Bahnhof zu kutschieren. Er wich Menschen aus, die über die Straße liefen und ihm drohend mit der Faust nachwinkten. Verwundert über das Verhalten fragte ich naiv. Was haben wir den Passanten denn getan? Sie sind doch auf der Straße gegangen. Das ist in letzter Zeit ganz schlimm, antwortete der Fahrer. Egal wie ich mich auf der Straße verhalte, immer scheine ich irgendetwas zu tun, was die Leute erzürnt. Erst gestern wollte mich ein Mann aus dem Wagen zerren, weil ich ihn nicht schnell genug angehalten habe. Stellen Sie sich das einmal vor. Er steht an der Straße, will sie passieren und beschimpft und bedroht mich noch, obwohl ich so freundlich bin, ihn die Fahrbahn überqueren zu lassen. Merkwürdig in der Tat, murmelte ich und musste kurz darauf feststellen, dass die Menschen sich wirklich seltsam benahmen. Erst hatte ich mir nichts dabei gedacht, als wir den Park passierten, der vor The Mall aufragte und den Stadtmenschen ein wenig Ruhe geben sollte, während sie ihren stressigen Alltag zu bewältigen versuchten. Nun aber hörten wir lautes Geschrei und Gejohle aus dem Park zu uns dringen, gefolgt von fliehenden Menschen, die wiederum von einer Menschenmenge verfolgt wurden. Verwirrt starrte ich auf das Bild und schrie dann vor Schreck auf, als unser Fahrer an einem langsam fahrenden Fahrzeug vorbeizog und sich dabei selber in Schimpf und Schande begab über die Unzulänglichkeit des anderen Fahrers. Die Menschenmenge, die aus dem Park strömte, verstopfte daraufhin die Straße und brachte den Verkehr sofort zum Erliegen. Ich starrte zu Summerley, der sich an der Tür festhaltend ebenso verwundert und hilflos zeigte wie ich. Wir konnten erkennen, wie Männer sich prügelten und schlugen. Einige schimpften unablässig und ließen uns glauben, plötzlich in einen der schlechteren Stadtteile Londons geraten zu sein. Aber alleine die Kleidung, in die sich die Menschen hier hüllten, war alles andere als ungepflegt. Sie gehörten einer gesunden und dem Wohlstand zugeneigten Mittelschicht an, was mich zunehmend verwunderte. Was sollte das alles? Als dann auch noch einer der doch eigentlich kultivierten und wohlerzogenen Männer auf die Motorhaube des Taxis schlug und uns irgendetwas Unverständliches entgegenbrüllte, glaubte ich, die Situation würde nun gänzlich eskalieren. Denn unser Fahrer trat auf die Bremse, brachte den Wagen zum Stehen und wollte dem sich wild gebärenden Mann nun ans Leder. Samali, so gebrechlich er auch wirkte und sich benahm, Reagierte geistesgegenwärtig und packte den Fahrer am Kragen seines speckigen Hemdes. Sind Sie denn von Sinn, sich prügeln zu wollen? kreischte er mit seiner hohen Stimme und funkelte den Mann böse an. Fahren Sie uns sofort zu dem angegebenen Ziel verflucht nochmal. Danach können Sie tun und lassen, was Sie wollen. Was ist denn das überhaupt für ein Benehmen? Verwirrt, als würde der Fahrer aus einem langen Traum erwachen, blinzelte er, stammelte dann ein ehrlich gemeintes Entschuldigung. Und wischte sich mit der Hand über die Augen, beinahe so, als beabsichtige er damit, die vor seinen Augen liegenden Schleier beiseite wischen zu können. Das ist ganz und gar nicht meine Art. Sie haben aber gerade eindrucksvoll das Gegenteil bewiesen, knurrte Summerly und schüttelte seinen wie einen Totenschädel wirkenden Kopf. Es tut mir wirklich aufrichtig leid. Das sollte es auch, brummte der Gelehrte und verschränkte dann die Arme vor der Brust. Dabei murmelte er unablässig vor sich hin, gab seinem Unmut freien Lauf und hörte erst auf zu zetern, nachdem der Taxifahrer uns wohlbehalten am Viktoriabahnhof abgesetzt hatte. Vorher hatte dieser noch zweimal die Fassung verloren, als er einen Pferdekarren überholte und eine Frau anhubte, die mit ihrem Einkauf die Straße passierte, wo Fußgänger das Anrecht hatten, die Seite zu wechseln. Als wir ihn darauf hinwiesen, dass er auch nicht besser sei als der Mann, der ihn aus dem Wagen hatte ziehen wollen, erklärte er, Das passiert irgendwie allen Menschen, die ich kenne. Alle fahren sie viel schneller aus der Haut, als es ihnen gut tut. Selbstdisziplin ist das Zauberwort, entgegnete Samali herablassend und stieg dann aus dem Taxi. Ich folgte ihm, nachdem ich den Fahrpreis übernommen hatte. Und wie schon auf der Fahrt zum Bahnhof, so fiel uns auch hier auf, dass die Menschen ausgesprochen übellaunig waren. Ich wollte mir nur ein wenig Tabak besorgen, weil mir das Kraut, das Challenger zu rauchen pflegte, zu stark war und musste feststellen, dass sich einfach ein Mann an mir vorbeizwängte, um seine Bestellung aufzugeben. Auf mein Na hören Sie mal, ich war vor Ihnen hier, reagierte er mit einem wütenden Ich kann Ihnen ja mal zeigen, wer von uns beiden hier als erstes war. Erschrocken über die Aggressivität des Mannes, wich ich einen Schritt zurück und wagte es nicht, meine Stimme noch einmal zu erheben. Wie ein geprügelter Hund, der eine Lektion von seinem Herrchen erteilt bekommen hatte, wartete ich darauf, dass der ungehobelte Kerl seinen Tabak an sich nahm und ich bedient wurde. Als ich die offene Rechnung beglichen hatte und mich über mich selber zu ärgern begann, hörte ich plötzlich eine vertraute Stimme hinter mir, die mich freudestrahlend herumdrehen ließ. Ein Mann, der gegen Untiere bestanden hat, sollte sich nicht von einem ungehobelten Kerl den Schneid abkaufen lassen, mein Freund. Ich grinste und begrüßte den mir so sehr ans Herz gewachsenen Mann. Roxton, wie schön Sie zu sehen. Drittes Kapitel. Sie also auch, war Summerlys Bemerkung gewesen, als er Roxton am Bahnsteig begrüßte der ebenso wie der Professor und ich einen Sauerstoffbehälter mit sich führte. Hat er's also wieder geschafft, der zänkische alte Quadratschädel? Roxton schaute mich verwundert an, als er die Beleidigung von Samali hörte, und ich registrierte, dass ich verwundert mit den Schultern zuckte, denn auch mir war schon auf der Hinfahrt aufgefallen, dass Samali unseren gemeinsamen Freund immer wieder mit neuen Schimpfnamen bedachte. Nun aber, wo der Zug einfuhr. Eine dampfende Rauchwolke vor sich herschiebend, die Räder quietschend und auf den Schienen Funken werfend, meinte Roxon: Sie vergessen wohl, dass Sie unserem Freund Challenger zugestanden haben, dass er mit seinen Theorien Recht hat und Sie ihm deshalb nicht mehr zweifelnd gegenüberstehen wollten. Ha! Meinte Summerlee und wedelte abwertend mit der Hand. Das bezog sich auf unser Abenteuer in Südamerika. Aber das, was er nun von sich gegeben hat, ist doch nun wirklich das lächerlichste, was ich jemals in meinem Leben gehört habe. Ein Mann seiner geistigen Größe. Und das sagte Summerlee mit einem so angewiderten Gesichtsausdruck, dass man meinen konnte, es ekelte ihn an, Challenger als geistige Größe zu beschreiben. Sollte sich zweimal Gedanken darüber machen, ob er in der Times einen Artikel veröffentlicht, der sich mit Phantastereien und solchem Blödsinn beschäftigt. Blödsinn? fragte ich erbost, während ich meinen Sauerstoffbehälter fester umklammerte. Um in den Waggon steigen zu können, in dem unser Abteil lag, welches wir für uns reserviert hatten. Was reden Sie denn da? Na, als ob irgendwelche kosmischen Lichtbahnen das Leben auf der Erde beeinflussen könnten, dass ich nicht lache. Albern. Natürlich, ich zweifelte auch daran. Und ich habe ja auch darüber geschrieben, wie schwer es mir fiel, überhaupt zu verstehen, was Challenger mit seiner aufgestellten Theorie beweisen wollte. Die Kritik jetzt aber so ausgesprochen zu hören, und dazu noch von dem ärgsten aller Konkurrenten, die Challenger jemals gehabt hatte, ließ eine Wut in mir hochsteigen, wie ich sie noch nie zuvor in meinem Leben gespürt hatte. Ich ballte die freie Hand zur Faust und hatte nicht übel Lust, dem Professor eine schallende Ohrfeige zu verpassen. So schnell die Wut aber gekommen war, so schnell war sie auch wieder verschwunden und ließ mich, ähnlich dem Taxifahrer, mit einem verwirrten Gesichtsausdruck zurück. Nur eben mit dem Unterschied, dass ich meine Wut selber gespürt und mir eigens ins Bewusstsein gerufen hatte, dass es niemals einen Sinn machte, einem Menschen eine schallende Ohrfeige zu verpassen, nur weil er etwas sagte, das mich nicht interessierte. Aber eben genau diese Wut war's, die mich wieder heimsuchte, nachdem wir unsere Plätze eingenommen hatten und Summerly wieder darüber zu wettern begann, wie albern die Theorie unseres gemeinsamen Freundes doch war. Ich kniff die Augen zusammen hörte mir das Gerede des Professors an und zischte dann, als er die bestimmt zehnte Beleidigung ausgesprochen hatte. Sie sind ein Narr und merken nicht einmal, was für einen Unsinn Sie davon sich geben. Na, hören Sie mal, empörte sich Summerly. Wie reden Sie denn mit mir? Wie mit jemandem, dem einmal der Kopf gewaschen werden sollte, meinte Roxton, mir zur Seite stehend. Denn Sie reden unablässig und beleidigen einen nach dem anderen von uns. Holzköpfe, schnaufte der Professor. Sie alle beide. Sie sind der Holzkopf. Denn hätten Sie den Kommentar des Professors in der Times gelesen, dann wüssten Sie das mit Sumatra. Das Farbspektrum der Erde ändert sich andauernd. Allein schon deshalb, weil die Sonneneinstrahlung sich sekündlich ändert, ereiferte sich Summerlee. Unsere Diskussion schwankte noch eine Weile hin und her. Und ich merkte, dass ich geweint haben musste. Warum auch immer waren meine Tränensäcke plötzlich geschwollen, meine Wangen benetzt und mein Handrücken so feucht, dass ich die Nässe auf meiner Haut glitzern sehen konnte. Verwirrt darüber starrte ich zu meinen beiden Begleitern, die mich ebenfalls mit verwirrt aussehenden Gesichtern musterten. Aber bevor ich eine Frage stellen konnte, sprang plötzlich der Professor auf, schlug wild mit den Armen als wären es Flügel und rief fragend, »Wer glaubt mir, dass ich den Schrei eines Hahnes imitieren kann?« »Eines Hahns?« fragte ich, mich noch immer verwirrt um meinen Handrücken kümmernd. Sie werden keinen Unterschied erkennen können, sagte er und kletterte auf die Sitzbank, hockte sich dorthin, als würde er auf einer Stange sitzen und krähte plötzlich so laut, dass ich mir die Ohren zuhalten musste. Roxton begann sofort lauthals zu lachen. Ich hingegen starrte fassungslos den Professor an, der so tat, als würde er jetzt ein Ei legen. Dann krähte er wieder und rief mit sich vor Aufregung überschlagender Stimme. Ich kann auch noch andere Tiere imitieren dann grunzte er auf einmal wie ein Schwein, wirrte wie ein Pferd oder kreischte wie ein Esel. Alle möglichen Tiere parodierte er und ließ nun auch meine Verwirrung gänzlich verschwinden. So saßen Roxen und ich lachend da, klopften uns auf die Oberschenkel und bekamen uns nicht mehr ein. Wir lachten so sehr, dass mir der Bauch zu schmerzen begann und ich nach Luft schnappend rief. Aufhören, bitte aufhören, ich kann nicht mehr. Womit aufhören? fragte Summerly plötzlich, uns ernst und böse anfunkelnd über den Rand seiner schweren Hornbrille anblickend. Mit den Tierimitationen, meinte Roxton lachend, setzte sich plötzlich auf und begann eine äußerst verwirrende und langweilige Geschichte über einen Büffel, die Weiten der Prärie und einer einsam gelegenen Farm zu erzählen. Alle Heiterkeit, zu der ich eben noch fähig gewesen war, war nun verschwunden und ließ eine Langeweile einzukalten, dass ich ein Gähnen nicht mehr unterdrücken konnte. Während Roxton erzählte, wechselte ich genervte Blicke mit Sammerley, der ebenso wenig wie ich der Geschichte unseres Freundes folgen konnte. Er zuckte gelegentlich mit der Schulter und hatte dabei einen Gesichtsausdruck, der alle Gefühle, zu denen ich gerade neigte, ebenso ausdrückte. Erst als wir Rutherfield erreichten und der Zug mit den quietschenden Rädern zum Stehen kam, unterbrach unser Freund seine merkwürdige Geschichte. Und starrte uns verwundert an, als wir uns daran machten, die Sauerstoffflaschen zu nehmen und aus dem Abteil zu treten. Wo geht es denn hin? fragte er, nun wieder mehr Farbklänge in der Stimme. Wir steigen aus, sagte ich, Summerly einen fragenden Blick zuwerfend. Wir sind da, versicherte ihm der Professor und kniff die Augen misstrauisch zusammen, beinahe so, als könne er nicht verstehen, dass Roxton nicht mitbekommen hatte, dass wir unseren Zielbahnhof erreicht hatten. Schon? Mir ist die Fahrt viel länger vorgekommen, als sie sollte, meinte ich und sah die Verwirrung in dem Gesicht meines Freundes. Habe ich geschlafen? fragte er. Nein, geredet. Geredet ich? Ununterbrochen die ganze letzte Stunde, von Büffeln einer alten Farm und irgendwelchem Zeug, das ich noch nie vorgetragen bekommen habe gab ich ehrlich zu und war der Erste, der aus dem Zug stieg. Ich erinnere mich gar nicht daran, sagte Roxton und schüttelte den Kopf, während das Summerly helfend den Sauerstoffbehälter abnahm, damit dieser in aller Ruhe aussteigen konnte, ohne Gefahr zu laufen zu stürzen. Ich habe es auch gehört, antwortete der Professor seufzend. Aber wie Sie kann auch ich mich nicht daran erinnern, Tiere imitiert zu haben. Alles wirklich sehr merkwürdig, sagte ich ehrlich und schaute mich dann nach der auffälligen Gestalt Challenger um. Irgendetwas stimmt nicht mit uns. Mit uns stimmt ganz und gar nichts, dröhnte plötzlich die Stimme von Challenger, der hinter einem Blumenkübel gestanden und auf uns gewartet hatte. Überhaupt gar nichts mehr, denn es scheint, wir sind alle dabei, den Verstand zu verlieren. Viertes Kapitel. Die Begrüßung, die ich für uns alle erwartet hatte, war herzlicher als gedacht. Challenger nahm jeden einzelnen von uns in den Arm, drückte uns fest an sich und flüsterte uns Worte ins Ohr, die ich so nicht von ihm erwartet hätte. Roxon meinte später, als wir einen kurzen Augenblick alleine waren, dass der Professor ihm gesagt hatte, dass er keinen besseren Kameraden haben könne als ihn. Und was hat er ihnen gesagt? wollte Roxton daraufhin wissen, und ich war ein wenig verlegen. Dann aber, als mein Freund mich mit seinen Blicken drängte, flüsterte ich. Er sagte, ich sei wie sein Sohn, und dass er alles für mich tun würde, wirklich alles. Wird er etwa sentimental? Das weniger, rief daraufhin Samali, der zu uns kam, nachdem er von seinem Spaziergang zurückgekehrt war. Denn mich kannte er als seinen besten Feind, an dem er sich noch nie so die Hörner abgestoßen hat. Was auch nicht sehr freundlich ist, wagte ich zu sagen, und musste mich dann gleich dem langen, dürren, auf mich gerichteten Zeigefinger aussetzen, der kurz davor war, mein Auge zu durchstechen. Von wegen, als wäre ich ein alternder Professor, an dem sich die Jugend treiben muß, um zu lernen, was es heißt, zu diskutieren, rief Samally entrüstet, und war dann wie ein gefangenes Tier im Kreis herumgelaufen, zeternd und schimpfend, immer wieder neue Beleidigungen ersehnend, die er Challenger an den Kopf werfen wollte. Nun gut, ich habe dieser Episode ein wenig vorgegriffen, um einfach erklären zu können, wie sehr sich alles im Wandel befand. Denn als er uns allesamt gedrückt und begrüßt hatte, wurde er wieder zu dem kleinen, untersetzten Mann, den wir alle kannten, der sich von seinem einmal eingeschlagenen Weg nicht mehr abbringen ließ und der für jede noch so merkwürdige Gegebenheit, der wir begegneten, eine rationale und nicht von der Hand zu weisende Erklärung parat hatte. Nun, wo er uns alle zu seinem Wagen führte, vor dem Kerzengerade Austin, sein Butler stand, den Hut würdevoll in der Hand, hatte Challenger schon mit Samali zu diskutieren begonnen. Beide redeten wild aufeinander ein und ließen den anderen kaum zu Wort kommen. Roxton, der mich kummervoll anschaute, mir aber dennoch den Vortritt ließ, vorne bei Austin zu sitzen, seufzte schließlich, als er sich zu den beiden Streithähnen setzte. Ich ganz glücklich darüber, dass ich ein wenig Ruhe hatte. Da die Glasscheibe, die die Fahrerkabine von der Rückbank trennte, geschlossen war, fragte Austin, wie es ihm denn ginge. Der Butler, immer sehr schweigsam und wenig zum Reden aufgelegt, startete den Wagen und gab mir auf meine Höflichkeitsfloskel erst eine Antwort, nachdem er sich auf der Straße in den sehr spärlich vorhandenen Verkehr eingefädelt hatte. Ich bin entlassen worden, gerade eben. Entlassen? entfuhr es mir verwundert. Aber warum denn das? Austins Gesichtsausdruck blieb starr, als er sagte. Es ist die 26. Entlassung innerhalb von zehn Tagen, Sir. Bitte? Austin lächelte, während er einen hinter uns fahrenden Wagen durch den Rückspiegel beobachtete. Professor Challenger ist nicht gerade für seine Sanftmut und seine Geduld bekannt. Das nicht, nein. Er neigte schon immer dazu, sehr impulsiv zu handeln. Ich nickte und hätte ihr hunderte und aberhunderte Beispiele anführen können, wie Challenger sich gerne gehen ließ und seinen unkontrollierbaren Gefühlen freien Lauf ließ. Aber jeder meiner Leser weiß ja, wozu er fähig ist, da ich anfangs den Polizeibericht erwähnt habe, in dem erzählt wurde, wie er meinen Kollegen am Schlaffittchen packte und ihn aus seinem Büro warf. Aus diesem Grunde wartete ich darauf, dass Austin mit seiner Erzählung fortfuhr und mir weitere interessante Details über den außer Rand und Band geratenen Professor erzählte. So ist es auch mit meinen Entlassungen. Er kommt plötzlich auf mich zu, sagt, ich würde den Wagen falsch polieren und spricht mir dann die Kündigung aus. Die ersten drei, vier Mal war ich wirklich so weit zu glauben, dass er es ernst meinte. Aber schließlich, als ich mit gepackten Koffern vor ihm stand und ihm mitteilen wollte, wohin er mein Führungszeugnis schicken sollte, schaute er mich nur verwundert an und fragte mich, wohin ich denn gehen wollte. Er erinnerte sich nicht an die Entlassung? Nicht ein einziges Mal, bestätigte Austin. Merkwürdig. Merkwürdig wird es erst, wenn Sie hören, was er gestern Vormittag mit unserer Haushälterin getan hat. Was hat er denn getan? fragte ich neugierig, den Kopf zu Austin drehend. Sie zu Tode erschreckt. Was meinen Sie damit? Dass er sich versteckt hat unter dem Esstisch im großen Salon. Da hat er auf die bemitleidenswerte Frau gewartet und ist dann unter dem Tisch hervorgeschnellt und hat sie in die Wade gebissen. Fassungslos starrte ich zu dem Butler, der mit bewegungsloser Miene aus der Frontscheibe herausschaute und mit einer in Fleisch und Blut übergegangenen Bewegung in einen kleinen Feldweg einbog, dessen Beschaffenheit alles andere als angenehm war. Der Wagen wurde ordentlich durchgeschüttelt, und ich musste mir einen sicheren Halt suchen, um das Gefühl zu haben, nicht vom Sitz zu rutschen. Die arme Frau hat natürlich ihr Heil in der Flucht gesucht. Sie hat nicht einmal ihre privaten Eigentümer mitgenommen. Sie lief einfach davon und rief unentwegt, er ist verrückt, er ist verrückt. Kann man ihr das denn verdenken? Nein, kann man nicht. Schade ist es nur, weil eben genau dieses Verhalten Wasser auf den Mühlen der Nachbarn ist. Das heißt? Austin nahm das erste Mal seinen Blick von der Straße und schaute mich direkt und durchdringend an. Und dann fragte er mit einem Tonfall in der Stimme, der so viel sagte wie, das wissen Sie doch ganz genau. Er liegt mit allen im Streit, Mr. Ballone, mit jedem Einzelnen. An keinem lässt er ein gutes Haar. Fünftes Kapitel Unsere Ankunft im Hause Challenger war, wie immer, von äußerster Freundlichkeit und Liebenswürdigkeit geprägt. Die Frau unseres Freundes... Eine liebenswerte kleine Frau, die ihre wallenden Haare immer unter einer Mütze verbarg und dadurch aussah, als würde sie einen Helm aus Stoff tragen, nahm jeden einzelnen von uns in den Arm und klagte dabei so laut über das Verhalten ihres Mannes, dass ich sie nur noch mitleidig anschauen konnte. Was tat sie mir doch leid. Aber mehr zu sagen als Alles wird sich klären, konnte ich nicht. Denn ohne auf die Worte seiner Frau zu achten, führte Challenger uns alle in sein Studierzimmer. Dort führte er den Disput, den er mit Summerly im Wagen geführt hatte, weiter und erntete dafür ein verdrehender Augen von Roxton. Worüber streiten Sie sich denn die ganze Zeit? wollte ich wissen, nachdem Austin ins Zimmer getreten war und jedem von uns ein Getränk reichte. Über alles und nichts, Sie kommen vom Hundertstel ins Tausendstel. Es ist sehr anstrengend, Ihnen zu folgen. Ist das wie mit Ihrer Geschichte über den Büffel, die Farm und das Mädchen? wollte ich, ohne missgünstig zu klingen, von ihm wissen. Roxton, der die Lippen aufeinander aufeinanderpresste und ein nachdenkliches Gesicht machte, nickte und flüsterte. »Es scheint so. Es erinnert mich aber viel mehr an Ihre Geschichte, mein Freund. Geschlagene 30 Minuten haben Sie ununterbrochen von einem und demselben Fußballspiel gesprochen.« »Ich habe was?« »Erinnern Sie sich etwa nicht?« »Nicht eine Sekunde.« gab ich ehrlich und gleichzeitig betroffen zu. Ich starrte zu meinem Freund und konnte mich beim besten Willen nicht daran erinnern, wann ich diese Geschichte erzählt haben sollte. Als sie dann auch noch angefangen haben zu weinen, dachte ich mir, jetzt schlägt es dem fast den Boden aus. Ich habe geweint? Weil der Elfmeter, der unberechtigterweise gegeben worden ist, nicht versenkt werden konnte. Der Torwart hatte ihn gehalten deshalb also meine nasse Hand und das Gefühl geweint zu haben. Ich schluckte, als ich den Kopf schüttelte und mir zu erklären versuchte, was denn mit mir los gewesen war. Natürlich hatte es dieses wirklich spannende Fußballspiel gegeben, und ich hatte es auch mit der gleichen Leidenschaft verfolgt, wie ich alle Spiele verfolgte, die von meinem Club ausgetragen wurden. Aber deshalb weinen, wenn ich davon redete? Das war doch unmöglich. Das wiederum musste ich wohl laut gesagt haben, denn als ich in meinen Gedanken versunken dastand, gelegentlich an der wirklich vorzüglich schmeckenden Limonade nippte, donnerte plötzlich Challengers Stimme Alles ist möglich, denn alles ist plötzlich machbar. Jeder von uns scheint ein wenig seines Verstandes beraubt, meine Herren. Ich ganz sicherlich nicht, rief Samali, verschränkte die Arme vor der knöchernen Brust und starrte zu seinem Konkurrenten und Kollegen. Nein, Sie krähen nur wie ein Hahn, sagte ich bissig, und erntete dafür einen vernichtenden Blick des Professors. Was zu beweisen wäre, denn ich erinnere mich nicht daran. Das tut keiner von uns, bemerkte Roxton. Und doch bezeugen es alle, dass wir es getan haben. Was meine Theorie unterstützt, dass die Erde gerade dabei ist, aus den Fugen zu geraten, meine Herren, es ist, als würde sie immer tiefer in einen Äther, in einen Nebel eindringen und der Nebel unsere Sinne durcheinander bringen. Er dringt in unsere Köpfe ein, macht uns für einen kurzen Moment irre und lässt uns dann wieder in Ruhe, so als würde eine erfrischende Sommerbrise durch unser Gehirn wehen. Das klingt nach Gift. Ha, donnerte Challenger, zeigte mit seinem Finger auf mich und rief noch einmal. Ha, so ist es, dass wir vergiftet werden, fragte ich unsicher, dass wir endlich einen brauchbaren Namen für das haben, was mit der Erde passiert wir werden vergiftet nach und nach und wenn ich mir das genau überlege wird das kein gutes ende für uns nehmen was soll das heißen wollte roxton wissen was geschieht mit jemandem der vergiftet wird mein freund fragte der challenger gönnerhaft um dem abenteurer die möglichkeit zu geben selber auf die naheliegendste aller antworten zu kommen er stirbt flüsterte roxton genau bestätigte Challenger Man stirbt und das Gentleman wird auch uns passieren da bin ich mir sicher hundertprozentig aber setzte ich an in der hoffnung das unvermeidliche doch irgendwie wegdiskutieren zu können das geht doch nicht ich meine wir haben keine chance uns dagegen zu wehren nicht eine möglichkeit uns zu schützen die erde und ihre anhängenden planeten treiben ebenso durch das all wie es meine Korken auf dem Ozean tun, erklärte Challenger mit ruhiger, gelassen klingender Stimme, beinahe so, als wolle er einem weinenden Kind die Angst nehmen, sterben zu müssen. Und wir treiben eben gerade durch einen giftigen Nebel, der dabei ist, die Atmosphäre der Erde zu vergiften, wie Sie so treffend bemerkt haben. Und jeder von uns wird dem auf die Erde strömenden Gift ausgesetzt. So leid es mir tut, meine Herren, wir sind verloren. Und jeder von uns ist dem Tode geweiht. Jeder. Sechstes Kapitel Von der Flut ergriffen Der Gedanke, nicht mehr lange zu leben, war erschreckend. Bisher hatte ich dem Tod kaum einen Gedanken geschenkt. Er war noch so weit weg von mir, und wenn er doch schon hinter irgendeiner Mauer auf mich gelauert hätte, so wäre ich von ihm überrascht worden. Aber zu wissen, dass man ihm nicht mehr entgehen konnte und dass die Welt dem Untergang geweiht war, ließ mich innerlich verkümmern. Der unangenehme und harte Druck in meiner Brust war so groß geworden, dass ich einen kurzen, würgenden Laut nicht mehr unterdrücken konnte und am liebsten in Tränen ausgebrochen wäre. So kummervoll mir jetzt zumute war, erging es, wie es schien, auch meinem Freund und Weggefährten Lord Broxton. Er stand neben mir, hob die Hand zum Mund und wischte sich über die Lippen, um dabei zu murmeln, Damit habe ich nicht gerechnet. Summerly, der noch immer finster dreinblickte, schüttelte den Kopf, nickte mir zu und flüsterte. Ich habe mein Leben wenigstens gelebt und Karriere gemacht, aber Sie, Malone, sind der jüngste von uns vieren und haben eigentlich noch alles vor sich. Ja, hauchte ich und wünschte mich an einen anderen, besseren und liebreizenderen Ort. Hier bei Challenger und meinen Freunden zu sein, Nein, das erschien mir gerade alles andere als erstrebenswert. Ich hätte auf meinen Urlaub bestehen sollen, um ihn mit einer liebreizenden und freundlichen Dame zu verbringen, anstatt hier herumzustehen und mir fachmännische Kommentare anzuhören, die einem nur noch deutlicher vor Augen führten, dass der liebe Gott entschieden hatte, mir hier und heute das Leben zu nehmen. Wäre ich doch nur mit jener Dame unterwegs gewesen, der ich mein Herz geschenkt hätte. Ich hätte so viele schönere Momente erleben können. Den ersten Kuss vielleicht, das verstohlene Händchen halten, während wir am Ufer eines Sees entlang schlenderten, die Blicke auf das im Sonnenlicht daliegende Wasser gerichtet und unserer Nähe bewusst wie noch nie zuvor in unserem Leben. Ach, hätte der Tod mich doch dort ereilt! So aber stand ich hier mitten im Arbeitszimmer meines Freundes und Mentors und starrte ihn an, als er leise anfing zu kichern und dann zu lachen. »Was ist denn so lustig an unserem Trübsinn?« wollte Roxton wissen. »Verzeiht«, meinte Challenger und lachte nun so laut, dass er sich auf die dicken, kurzen Oberschenkel klopfte. »Aber auch ich muss schon eine erhebliche Menge des toxischen Nebels eingeatmet haben, der gerade über die Erde driftet.« und bin deshalb kaum dazu in der Lage, mein Verhalten zu kontrollieren, was mich dazu bringt, darüber nachzudenken, was ich unserer armen Haushälterin angetan habe. Austin berichtete mir schon davon, meinte ich mit niedergeschlagener Stimmung. Was hat er? rief Challenger und fuhr in die Höhe. Gesagt, wie sie der armen Frau in die Wade gebissen haben. Er ist gefeuert, schrie der Professor und murmelte dann unablässig, während er in seinem Arbeitszimmer auf- und abzugehen begann. Was ihm nur einfällt, meine Geschichte zu erzählen, so ein Halunke, kommt der mir unter die Augen, nur einmal, und er wird sein blaues Wunder erleben. Oh ja, das wird er, links und rechts werde ich ihm Ohrfeigen verpassen, das ihm Hören und Sehen vergeht. Als wäre der Professor aufgezogen worden, stapfte er an uns vorbei, um uns herum, und ergab sich in solche Flüche und Drohungen, dass mir Angst und Bange, um den bemitleidenswerten Austin wurde. Als Roxton aber die Hände hinter dem Rücken zusammenlegte und einen Blick hinaus auf die frei vor uns liegende Landschaft warf und murmelte Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier alles zu Ende sein soll, blieb der Professor abrupt stehen, fasste sich mit der Hand gegen die Stirn und murmelte Wo waren wir stehen geblieben? Ich glaube, Sie wollten Austin im See ertränken, wagte ich leise zu sagen, und erntete dafür einen vielsagenden, Verwirrung in sich tragenden Blick. Ich will was? brauste Challenger auf. In ertränken und Vierteilen, irgend so etwas haben Sie gerade von sich gegeben, sagte ich hilfesuchend zu Summerlee blickend, der sich dazu durchrang, ebenfalls zu nicken. Unglaublich, murmelte Challenger. Wann soll ich das denn gesagt haben? Gerade eben sagte ich. Jetzt gerade? So wie ich hier vor Ihnen stehe, Professor. Faszinierend, rief er und klatschte sich in die Hände. Dann lachte er wieder, als habe er den Verstand verloren. Man erinnert sich wirklich an gar nichts, wenn das Gift die Nerven befällt, was mich zu der Theorie bringt, dass wir von unserem Tod nicht viel mitbekommen werden. Aber Sie haben doch bestimmt einen Plan, wie wir unserem Schicksal entgehen können rief ich, von einer mir völlig unbekannten Angst getrieben, und schaute flehend zu Challenger. Verhindern nicht, nein, sagte er und schüttelte seinen wuchtigen Wuschelkopf. Aber hinauszögern. Hinauszögern? fragte ich mit erstickt klingender Stimme. Ein oder zwei Tage, ja, denn ich habe keine Ahnung, wie viel Sauerstoff wir brauchen werden, um unsere Köpfe wieder frei zu bekommen. Sauerstoff? fragte ich kopfschüttelnd. Deshalb die Bitte, dass jeder von uns eine Flasche reines O2 mitbringt, meldete sich Roxon zu Wort. Sie haben eine Möglichkeit gefunden, wie wir die toxischen Gase kurzweilig aus unserem Kopf vertreiben können, nicht wahr? Challenger nickte selbstzufrieden. Er lachte laut und rief im Brustton der Überzeugung: Wir müssen uns das in rein zuführen, was zurzeit vergiftet ist, erklärte er. Deshalb die Sauerstoffbehälter, meine Freunde. Und bestimmt begreifen Sie jetzt auch, warum ich Sie hierher zu mir aufs Land gerufen habe, denn wie Sie sicherlich alle gemerkt haben, liegt mein Haus auf dem höchsten Hügel der Umgebung und damit ein wenig weiter entfernt von dem sich griechend ausdehnenden Gift, das bekanntlich schwerer als Luft ist und deshalb zur Erde sackt. Wie kommen Sie denn jetzt schon wieder auf diese verrückklingende Theorie, dass wir dadurch sicherer sind, weil Ihr Haus höher liegt als der Rest der Umgebung? wollte Samali schnaubend wissen und starrte angriffslustig zu Challenger. Der wiederum schüttelte mitfühlend den Kopf und erklärte Sie haben meinen in der Times abgefassten Bericht doch gelesen und mich über Ihre Einfältigkeit köstlich amüsiert, fiel ihm Samali ins Wort und schien darauf zu warten, dass wir ihm lachend zur Seite standen. Aber keiner von uns lachte. Keiner von uns wollte Challenger verärgern, wo er doch gerade dabei war, uns eine Chance zu erörtern, die es uns ermöglichen könnte, wenn seine Theorie denn wirklich stimmte, dass wir ein wenig länger am Leben blieben als unsere bemitleidenswerten Zeitgenossen dort draußen. Und Sie haben, redete Challenger schließlich weiter, ohne auf Summerlees Beleidigung einzugehen, meinem Bericht doch bestimmt auch entnommen, dass die Eingeborenen auf Sumatra die ersten waren, die von den giftigen Gasen erreicht worden sind. Ja, bestätigte ich. Sumatras lange Küsten haben mich zu der Annahme verleitet, dass tiefer gelegene Landstriche eher von den Gasen heimgesucht werden. Was meine Theorie stützt, sind diese beiden Telegramme hier, die ich heute Morgen aus Marseille zugeschickt bekommen habe. Warten Sie, ich lese sie Ihnen vor. Nacht hindurch in gesamter Provence wahnsinnige Aufregungszustände, Tumult der Weinbauern von Nîmes, sozialistische Aufstände in Toulon, Plötzliche Erkrankungen mit nachfolgender Schlafsucht heute Morgen unter der Bevölkerung ausgebrochen, tödliche Seuche, Unmenge Tote auf den Straßen, Geschäftsverkehr stockt, vollkommenes Chaos. Und das war erst das erste Telegramm. Es hat mich schon verunsichert, aber auch bestätigt, dass tiefer gelegene Landstriche eher von den Gasen befallen und ausgerottet werden. Nun gut, ich lese Ihnen einmal das zweite Telegramm vor. Wir sind von völliger Vernichtung bedroht. Kirchen und Kathedralen überfüllt, mehr Tote als Lebende. Es ist entsetzlich und unfassbar. Tod anscheinend schmerzlos auftretend, aber rasch und unausweichlich. Challenger gab uns allen die Chance, das eben gehörte zu verdauen. Jeder von uns war in sich gekehrt und keiner sagte nur ein Wort. Ich wagte es nicht, weil mich meine Angst zu etwas hätte hinreißen können das ich später vielleicht bereut hätte auch wenn es in ihren augen lieber leser etwas albern klingen mag aber ich wollte in meinen letzten tagen vor meinen freunden nicht wie ein verzweifeltes kind wirken das vor angst am liebsten geschrien und geweint hätte der erste der seine worte wiederfand war summerlee zu meiner überraschung verhielt er sich ganz ruhig und einfühlsam als er mit belegt klingender stimme erkundigungen einholte Gibt es noch weitere Telegramme oder Berichte? Ich meine, aus anderen Städten vielleicht. Ja, ich habe aus Paris einige Korrespondenzen vorliegen, so wie auch aus den slawischen Teilen Europas. Deutschland? Keine Nachricht, dafür aber aus Österreich. Dort breitet sich das Gift schon aus? Es hat seine tödliche Wirkung dort getan, wie ich vermute, flüsterte Challenger denn seit drei Stunden habe ich keinerlei Nachricht mehr von dort bekommen. Ein Jammer, flüsterte Roxen und zeigte hinaus aus dem Fenster. Da unten spielen die Menschen noch Golf und wissen nicht einmal, dass sie die heutige Nacht wohl nicht mehr erleben werden. Mich bekümmert vielmehr, dass wir ihnen beim Sterben zusehen werden, weil wir auf dem Hügel hier oben sind und Sie da unten in der freien Ebene, murmelte ich und ließ betrübt den Kopf hängen. Auf dem Ararat wäre uns vielleicht noch die ein oder andere Woche geblieben, sagte Challenger fest, legte mir die Hand auf die Schulter und drückte zu, aber so, dass es nicht schmerzte, sondern sich eher anfühlte, als würde ein Vater versuchen, seinen zu Tode betrübten Sohn aufzuheitern. Da hätten wir vielleicht einen Ausweg aus unserem Dilemma gefunden. So aber bin ich mir sicher, dass auch wir hier oben nur noch wenige Augenblicke Zeit haben. Aber kommen Sie, Malone, essen wir noch einmal gemeinsam. Und lassen es uns gut gehen. Mit vollem Bauch stirbt es sich vielleicht leichter. Siebtes Kapitel. In so einer bedrückten Stimmung hatte ich noch nie zuvor gegessen. Auch wenn meine Gedanken düster waren und mein Kummer über mein baldiges Ende kaum zu beschreiben, so war ich doch überrascht, dass mir das aufgetischte Essen so vorzüglich mundete. Ich hatte, als ich mich setzte und Mrs. Challenger einen traurigen Blick zuwarf, fest damit gerechnet, dass alles nur noch fade und langweilig schmecken würde. Doch ich irrte mich. Noch nie hatten Bohnen so saftig und knackig geschmeckt wie an jenem Vormittag. Nie zuvor war ein Stück Fleisch mir so zart und saftig in Erinnerung geblieben wie dieser Keulenbraten. Niemals wieder, da bin ich mir sicher, werde ich eine so fein abgeschmeckte und temperierte Soße essen, wie an jenem Tag, wo ich mir sicher war, die letzten Stunden meines Lebens zuzubringen? Meinen Freunden und Mitstreitern erging es offenbar nicht anders. Immer wieder ließen sie sich dazu hinreißen, zu sagen, es schmeckt vorzüglich oder so etwas Gutes habe ich ja noch nie gegessen. Ob sie es wirklich so meinten, wie sie es sagten, weiß ich nicht. Was ich aber mit Sicherheit weiß, ist, dass sie Mrs. Challenger mit ihren Komplimenten eine große Freude machten. Sie nickte eifrig, bedankte sich mit leiser Stimme und sagte: Es freut mich sehr, dass es den Herren so sehr mundet. Dann passierte etwas, das ich niemals für möglich gehalten hätte. Austin, der gerade dabei war, einen frisch zubereiteten Pudding zu servieren, wurde von Challenger plötzlich am Arm gepackt und festgehalten. Mit seiner brummenden Stimme sagte er fürsorglich: obwohl es das Schlimmste war, was man einem Menschen sagen konnte. Wir werden alle sterben. Ich weiß, Sir. Deshalb möchte ich Ihnen sagen. Austin lächelte, nickte und flüsterte. Ich verstehe, Sir. Sie dürfen ab jetzt tun und lassen, was Sie wollen. Ich bin damit entlassen? Niemals, meinte Challenger und schüttelte den Kopf. Ich möchte nur, dass Sie die letzten Stunden so verbringen können, wie Sie es für richtig halten. Dann werde ich mein Aufgabengebiet sauber und ordentlich zurücklassen, Sir. Aber, setzte Challenger an, um dem guten Austin ins Gewissen zu reden. Dieser aber wusste seinen Vorgesetzten einzuschätzen und ahnte, was er sagen wollte. Ich möchte Ihnen danken, Sir, für alles. Wie Sie wissen, habe ich keine Familie und mein Freundeskreis ist ausgesprochen überschaubar. Deshalb möchte ich nicht, falls es irgendwann wieder Leben auf dem Planeten geben wird, dass irgendein Archäologe meint, so eine unaufgeräumte Garage habe er noch niemals zuvor gesehen. Damit verließ Austin uns. Und ich muss gestehen, dass mir sein Abschied so sehr zusetzte, dass ich die Serviette vor den Mund nehmen musste, um meine zitternden Lippen und mein zitterndes Kinn zu verbergen, die beide Ausdruck meiner fassungslosen Traurigkeit waren. Aber nicht nur mir erging es so. Mrs. Challenger weinte ganz offen, während Summerlee sich räusperte und irgendetwas in seinen Bart murmelte. Roxton sagte: "So geht also ein aufrechter Engländer dahin", während Challenger brummte: "Ich werde ihn vermissen". Dann wandte er sich wieder mir entgegen, schaute mich an und fragte: "Was glauben Sie, wie wir diesen Tag am besten verbringen sollten, Malone? Hier im Haus würde ich sagen." Denn gehen wir hinunter zum Golfplatz, werden wir ja auch vergiftet. So sieht es aus. Dann lasst uns doch ein wenig Wisch spielen, schlug Roxton vor, in gemütlicher Runde, um wenigstens etwas Spaß zu haben. Eine gute Idee, murmelte Summerlee. Zu geistigen Anstrengungen bin ich jetzt nämlich gerade nicht mehr fähig. Dann hole ich die Karten, flüsterte Miss Challenger und nahm einige der fast sauber aussehenden Teller mit. Und du, mein Schatz, kannst dir etwas von unserem besten Portwein ausschenken. Er soll wenigstens noch einmal genossen werden, bevor das Ende der Welt über uns alle hineinbricht. Achtes Kapitel Eine rechte Stimmung wollte aber nicht aufkommen. Wir spielten nur drei Runden und legten die Karten dann wieder beiseite. Erstens, weil ich mich nicht richtig konzentrieren konnte, und zweitens mich immer wieder verwarf, während Miss Challenger neben uns saß, zuschaute und ihren Mann ängstlich fragte: Wird der Tod denn sehr qualvoll sein, mein Liebster? Wir werden ihn nicht einmal bemerken, antwortete er liebevoll, die Hand seiner Frau nehmend, sie streichelnd und schließlich küssend, sodass er mir plötzlich in einem ganz anderen Licht erschien. Er war nicht mehr der aufbrausende, überhebliche Wissenschaftler, der uns gerne mit unerträglicher Arroganz entgegentrat. Nein, er war plötzlich ein liebender und fürsorglicher Ehemann, der seiner ängstlichen Frau allen Kummer nehmen wollte, den sie momentan empfand. Es wird sich anfühlen wie das Lachgas, das dir der Zahnarzt letztens verabreicht hat, du erinnerst dich doch noch. Das war ein angenehmes Herübergleiten, sagte sie nickend. Nur wusste ich, während man mich betäubte, dass ich wieder aufwachen würde. So brach die Unterhaltung ab und veranlasste Challenger dazu, sich zu erheben und zu sagen, Kommen Sie, meine Herren, ich möchte Ihnen den Raum zeigen, in dem wir unsere nächsten Stunden verleben werden. Und, sagte er den Zeigefinger hebend, nehmen Sie bitte den Sauerstoff mit. Wir taten, worum er uns bat. Und so führte er uns in das geräumige Wohnzimmer, das er mit seiner Frau am Abend benutzte, um zu lesen, ein wenig Radio zu hören. Oder um miteinander zu reden. Ein schön eingerichtetes und anheimelndes Zimmer, das mit einer bequemen Couch versehen war, sowie einigen Vitrinen und Schränken, in denen sich Bestecke und Teller, aber auch Fotos und Erinnerungsstücke befanden. An den Fenstern hing durchscheinendes Papier, das ich neugierig betrachtete und das mich dann auch irgendwann traute, anzufassen. Ist das Firnispapier? wollte ich wissen. Ganz recht. Bestätigte Challenger, was wiederum Roxton dazu verleitete, zu fragen: Sie haben den Raum mit Firnispapier behängt, um was zu verhindern, dass Gas einströmt? Sie sind ein Träumer, ereiferte sich Summerly, seinen Sauerstoffbehälter polternd abstellend und sich dabei schmerzerfüllt an die Hüfte fassend. Glauben Sie denn wirklich, dass Sie mit so einer Maßnahme irgendetwas erreichen können? Wie Sie vorhin ganz treffend bemerkt haben, können Sie wirklich nicht mehr logisch denken, mein Freund, erwiderte Challenger lachend. Das Papier habe ich nicht vor die Fenster gehängt, um das Gas auszuschließen, sondern den Sauerstoff, den wir noch zum Atmen haben, daran zu hindern, hinauszuströmen. Genial, flüsterte ich, besonders deshalb, weil ich Angst gehabt hatte, dass das Letzte, was ich zu sehen bekommen würde, ein unterirdisches Gewölbe sein würde dessen dunkle Wände nur deshalb nicht im Schatten versanken, weil jemand eine Öllampe aufgehängt hatte. So konnte ich wenigstens noch hinausblicken auf die unter mir im Sonnenlicht liegende, sich weit erstreckende Weidenlandschaft und mich, wenn ich für immer meine Augen schloss, an der Schönheit der Natur erfreuen, um sie träumend mit hinüberzunehmen ins Jenseits und mit einem seligen Lächeln auf den Lippen einzuschlafen. Neuntes Kapitel Während Challenger sich liebevoll um seine vor Angst erstarrte Frau kümmerte, hatten Roxton und ich uns vor dem mit Papier abgeklebten Fenster aufgebaut und unsere Blicke hinaus in die sich vor uns weit erstreckende Landschaft gerichtet. Wir beide atmeten deutlich hörbar und schauten uns gelegentlich mitleidig an. Ich wusste nicht, was Roxton auf der Seele lag, dass er dort aber einen Schatten zu verbergen versuchte, war mir klar. Denn das eine oder andere Mal seufzte er herzerweichend, während er zu mir schaute, mir ein kantiges Lächeln schenkte und wirkte, als habe er mit dem Leben, so wie es jetzt zu Ende ging, noch nicht abgeschlossen. Ich wusste ja, dass er vor unserer Bekanntschaft mehrmals in Südamerika gewesen war, einem General gleich, der gegen Aufständische kämpfte oder reiche Kaufleute vor den Attacken befeindeter Konkurrenten schützte. Wir hatten so manchen Abend gemeinsam verbracht, miteinander geredet, gescherzt und uns die ein oder andere Geschichte erzählt. Meistens hatte Roxton erzählt, wie ich zugeben muß. Eigentlich immer dann, wenn er den einen oder anderen Portwein zu sich genommen hatte, seine Zunge ein wenig lockerer geworden war und seine Hemmschwelle, das Vergangene wieder in die Gegenwart zu transportieren, gesunken war. So hatte er mir von dem einen oder anderen Gefecht berichtet, davon, wie er in eine Villa eingedrungen war, mit gut zehn Mann und nur zu dritt wieder herausgekommen war, und das als Sieger. Es hatte mich schon damals erschrocken und es bereitete mir auch jetzt noch Magenschmerzen, wenn ich nur daran dachte, dass er wieder so eine Geschichte erzählen könnte, was bestimmt nicht verkehrt gewesen wäre. Schließlich sollte jeder, der seinem Schöpfer gegenübertreten musste, dies mit einem erleichterten und beruhigten Gewissen tun. Aber die Situation, in der wir steckten, ließ einen Egoismus in mir aufsteigen, wie ich ihn niemals in mir vermutet hätte. Es war mir plötzlich zuwider, so eine unangenehme und von Blut und Kummer bereicherte Geschichte zu hören. Ich wollte nicht den Kummerkasten für irgendjemanden spielen, während meine letzten Stunden auf Erden bevorstanden. Sie haben aber nicht solche Gräuel erlebt wie der gute Roxton, mag jetzt der eine oder andere meiner Leser anmerken und hat damit sicherlich recht. Aber verstehen Sie mich bitte nicht falsch, ich war dabei zu sterben. Ich hatte, ebenso wie Challenger, seine Frau, Summerlee oder Roxton, ebenfalls höchstens noch diese Nacht, nicht einmal mehr 18 Stunden. Und da sollte ich ein offenes Ohr für Geschichten haben, die sich um Tod, Leid und Niedertracht drehten? Jetzt, wo ich diese Zeilen schreibe, kann ich sagen, ja, ich hätte mir die Zeit nehmen können. Nein, ich hätte sie mir sogar nehmen müssen. Ich habe es aber nicht. Denn als Roxton noch einmal seufzte, zeigte ich mit einer hastig wirkenden Geste aus dem Fenster hinaus zu dem unter uns liegenden Golfplatz, auf dem die ersten Menschen zu bemerken schienen, dass sich um sie herum irgendetwas zu verändern begann. So hatten die ersten schon vor gut einer Stunde damit aufgehört, ihrem Spiel zu frönen und sich entweder in Streitereien zu ergeben oder alberne Dinge zu tun wie zum Beispiel um eine Fahnenstange herumzutanzen oder mit dem Caddy fangen zu spielen. Es war sonderbar mit anzusehen, wie der Verstand der Menschen sich vernebelte, er sich ihrer Kontrolle entzog und sich dann gänzlich verabschiedete. Ich atmete tief ein, als ich sah, wie ein sich in der Ferne abzeichnender Mann sich plötzlich an den Hals griff, den Kopf hin und her reckte, als suche er eine Möglichkeit, genügend Sauerstoff in sich aufzunehmen, sie aber nicht fand. Er winkte plötzlich mit den Armen und versuchte seine Freunde auf seine missliche Lage aufmerksam zu machen, ohne dass ihn allerdings jemand zu beachten schien. Die Herren, mit denen er eben noch Golf gespielt hatte, standen dicht beisammen und lachten. Sie lachten und schienen die Situation gar nicht einschätzen zu können. Selbst in dem Augenblick, als der Mann nach Atem ringend in die Knie ging, den Kragen seines Hemdes öffnete und irgendetwas zu rufen schien, kümmerten sie sich nicht um ihn. Sie lachten noch immer, als er auf die Seite kippte, mit den Beinen in den letzten spastischen Zuckungen auf dem sorgsam gepflegten Grün lag und sein Leben aushauchte. So etwas hatte ich noch nie gesehen. Mir stockte der Atem. All meine Kenntnisse über den Tod, das Sterben und das sanfte Hinübergleiten in das Jenseits waren plötzlich auf den Kopf gestellt. Außer als ich das erste Mal mit Challenger das Plateau in Südamerika betrat, und mich urzeitlichen Ungeheuern ebenso ausgesetzt sah wie der Auseinandersetzung zwischen Affenmenschen und Menschen, die in einen unerbittlichen Krieg miteinander verstrickt waren. Aber dies war eine andere, für mich abstruse, nicht zu erklärende Welt gewesen. Jeder meiner Leser erinnert sich sicher daran, dass ich der einzige pazifistisch veranlagte Mann unserer Gruppe gewesen war, dass ich versucht hatte, den bevorstehenden Krieg der Rassen zu verhindern. Aber es war mir nicht gelungen was mich wiederum zu der Einsicht gebracht hatte, dass man den Kriegswillen niemals brechen konnte, wenn er erst einmal einen Menschen erfasst hatte, dass man aber weiter ermahnen konnte, den Zeigefinger lehrend erheben und versuchen konnte, den unter Blut, Wut und Staub verschütteten Verstand zu erreichen und gegen die Tragödie eines Konflikts deutlich Position zu beziehen. Damals war der Kampf zu verhindern gewesen, aber heute hatten wir keine Chance. Und das war das wirklich Entsetzliche daran. Ich musste zusehen, wie der Mann in seinen letzten Zuckungen dalag und hatte keine Chance, ihm zu helfen. Natürlich hätte ich hinunterlaufen und versuchen können, ihm das Leben zu retten. Aber wofür? Damit er dann zwei Stunden später erneut um Atem ringend auf die Seite kippte, um dann endgültig zu sterben? Ich ballte meine Hände zu Fäusten, während ich über diese Ungerechtigkeit nachdachte und konnte das Schluchzen nicht unterdrücken, als ich Roxton sagen hörte. Es beginnt. Challenger, der bis gerade noch neben seiner Frau gesessen hatte, erhob sich nun von seinem Platz und rief donnernd. Früher als ich erwartet habe. Sie gehen jetzt alle nach und nach zu Boden, kommentierte Roxton und zeigte auf die auf dem Golfplatz stehende Männergruppe. Hatten sie eben noch gelacht und gescherzt? Getanzt oder andere Albernheiten ausgeführt, so schien ihnen jetzt klar zu werden, dass auch sie das Schicksal ihres Freundes ereilen würde. Sie rangen plötzlich alle selber nach Luft, stoben auseinander wie eine träge gewordene Herde Schafe und fielen dann nach und nach zu Boden, zuckten, wandten sich und lagen dann schließlich still und rührten sich nicht mehr. Diese armen Seelen, meinte Mrs. Challenger, ebenfalls erstickt klingend, den Kragen ihres Kleides bereits gelöst. Challenger nickte zu meiner Verwunderung und wandte sich an den schweigsamen Summerlee, der es sich in einem großen Ohrensessel bequem gemacht hatte, die Hände auf den Knien, den Blick gerade ausgerichtet. Sie wollen das Schicksal gar nicht miterleben? fragte er mit wissend klingender Stimme und schien dabei ganz sanft geworden zu sein. Ich will mich an dem Leid der anderen nicht ergötzen kommentierte Samali und fügte etwas hinzu, das mir eine Gänsehaut bescherte und mich erschaudern ließ vor der Zukunft, die uns alle erwartete. Es reicht mir, dass ich der Letzte von uns vieren sein könnte, der mit ansehen muss, wie die Männer, die ich am meisten schätze, im Sterben liegen und ich ihnen nicht helfen kann. Seine Worte waren wie Kanonenschüsse, laut, hallend, mit ungeheurer Wucht Löcher in die krampfhaft errichtet dastehende Mauer reißend, wir müssen doch etwas tun können, sagte ich verzweifelt und deutete aus dem Fenster hinaus. Das kann doch nicht das Ende sein. Das ist es, sagte Challenger ruhig. Aber... Da gibt es kein Aber, entgegnete der Professor, schüttelte den Kopf und wandte sich seiner immer heftiger atmenden Frau zu. Wir werden sterben. So oder so. Ich kann es einfach nicht fassen wimmerte ich, mich auf der Fensterbank abstützend, den Blick wieder auf den Golfplatz gerichtet, wo die Männer nun allesamt ruhig dalagen, im Tode vereint. Sie sollten Ihre letzten Stunden nicht mit Zweifeln und Vorwürfen verbringen, meinte Challenger, sondern mit den Dingen, die Ihnen Freude gemacht haben. Schreiben Sie doch einige Zeilen nieder. Das Tagebuch eines Sterbenden zum Beispiel. Wer weiß, vielleicht wird es ja irgendwann mal jemand lesen. Zehntes Kapitel. Nun, ich will den Leser nicht damit langweilen, was ich in den zäh dahinlaufenden Stunden alles niedergeschrieben habe. Nur so viel sei gesagt. Ich schrieb mir all meinen Kummer, all meine Ängste von der Seele und versuchte, meine Mitsterbenden so treffend und ehrlich schreiberisch zu skizzieren, dass ich heute hoffe, dass sie meine geistigen Ergüsse nicht zu Gesicht bekommen werden. Denn in all meiner Angst, die ich auszustehen hatte, mischten sich auch boshafte Gedanken, wie der, dass sich Challenger einen Vorwurf machte, weil er nicht eher auf das Problem der toxischen Gase aus dem Weltall aufmerksam geworden ist. Wäre er es nämlich gewesen, so hätte die Welt sich im allgemeinen einen Vorrat an Sauerstoff anlegen können, um dem giftigen Äther etwas entgegensetzen zu können. So aber saßen wir nun hier, in Challengers Haus gefangen, zu nichts anderem verdammt, als auf unseren Tod zu warten. Das einzige, was ich aus meinen Aufzeichnungen kundgeben will, ist, dass wir uns auf der Straße, die zu Challengers Haus hinaufführte, eine Droschke entdeckt hatten. Ein klappriges altes Ding, das von einem grauen, kraftlosen Gaul gezogen wurde, der ebenso dem schleichenden Tod anheimgefallen war, wie sein Besitzer, der noch auf dem Kutschbock saß, die Peitsche in der Hand, den Kopf gegen das Dach gelehnt, aussehend, als würde er nur schlafen. Das Tier war einfach auf die Vorderläufe gesunken. Das Hinterteil in die Höhe gestreckt, den wuchtigen Kopf auf dem Boden liegend. Ein grotesker, beinahe schon lustiger Anblick, der mir in diesem Moment des Erkennens einen Schauer des Entsetzens über den Rücken jagte und mir noch einmal deutlich vor Augen führte, wie nah wir dem Ende bereits waren. Weshalb ich mich auch nach der nach Luft schnappenden Mrs. Challenger herumdrehte und sie mit einem mitleidigen Blick bedachte. Sie wird es als Erster hinter uns haben, dachte ich mit einem missmutigen Blick und zog mich dann zurück, um das besagte Tagebuch zu schreiben, von dem Challenger eben noch gesprochen hatte. Es fiel mir anfangs ausgesprochen schwer, überhaupt einen klaren, eindeutigen Gedanken fassen zu können. Aber dann, als mein Füllfederhalter mehr und mehr über das Papier kratzte, merkte ich regelrecht, wie die innere Anspannung von mir abfiel und es sich bewahrheitete, was einige Zeitgenossen hinsichtlich des nahenden Todes gesagt hatten. Es bringt einem gar nichts, dem Tod klagend und zitternd gegenüberzutreten, das ändert nichts daran, dass man sterben wird. Wichtiger ist es, sich im Angesicht des nahenden Ablebens mit den schönen Dingen des Lebens auseinanderzusetzen. Bei mir war es eben das Schreiben, bei Roxton der Blick in die Ferne, dorthin, wo seine Füße ihn noch nicht getragen hatten. Summerly, ganz der Wissenschaftler, der immer mit Leib und Seele gewesen war, führte eine lebhafte Diskussion mit sich selber, ohne sich darum zu kümmern, was wir von ihm hielten oder dachten. Bei Challenger, so wäre es die Vermutung des geneigten Lesers gewesen, wäre es ein andauerndes und bis zur Erschöpfung geführtes Streitgespräch. Doch so angreifbar und streitlustig unser Freund auch sein konnte, jetzt, wo er wusste, dass er nur noch wenige Stunden zu leben hatte, war er beinahe in sich gekehrt und ruhig. So als nehme er alle einmal gedachten Gedanken noch einmal in sich auf, um sie innerlich Revue passieren zu lassen. Aber schließlich, als uns allen die Einsamkeit zu viel wurde, fingen wir ein belangloses Gespräch darüber an, wie schön das Wetter war. Ich sagte, Merkwürdig, dass einem jetzt erst bewusst wird, wie schön ein Sonnenstrahl ist, wenn er auf eine Wiese fällt. Wir ihn vorher aber immer nur als allgegenwärtig hingenommen haben. Ich vermute, dass wir von den Nebensächlichkeiten des Lebens abgelenkt werden, weil wir uns unserer Sterblichkeit zwar bewusst sind, sie aber ausblenden, weil wir leben, sagte Roxton und lehnte sich mit vor der Brust verschränkten Armen gegen die Fensterbank und schüttelte den Kopf. Einem ist auch nicht bewusst, wie man durch sein eigenes Handeln das Leben anderer beeinflusst. Ich seufzte innerlich würde jetzt bestimmt über die Feldzüge sprechen, die er einst geführt hatte, würde uns jetzt mit trübsinnigen Gesprächen kommen, die sich um Kameraden und Freunde drehten, die er einst gekannt und in seinen Kämpfen verloren hatte. Zu meiner Überraschung aber lachte er plötzlich auf und meinte, Und ich hätte nie gedacht, dass mein Leben einmal so eine Wendung nehmen würde, wie es genommen hat, nachdem ich euch alle kennengelernt habe. Ich denke ähnlich, erwiderte ich und schaute verwundert zu dem plötzlich aus seinem Sessel springenden Samali, der den Kopf schüttelte und mit ausgestrecktem Finger auf mich zukam und mich glauben ließ, mir damit ins Auge stechen zu wollen. Emotionalität hilft uns in diesem Fall auch nicht weiter, keineswegs. Wir müssen versuchen, das Übel an der Wurzel zu packen und das Ende der Welt zu verhindern. Das geht aber nicht, antwortete Challenger lachend, der seine noch immer nach Luft ringende Frau alleine auf der Couch sitzen ließ, als würde es ihn gar nicht interessieren, dass sie das gleiche Schicksal wie die Männer unten auf dem Golfplatz erleiden würde. Wir sind längst in den Äther eingetaucht. Die Erde vergiftet sich von Umdrehung zu Umdrehung mehr und mehr. Wir sind verloren. Das sollten wir akzeptieren. Das kann ich aber nicht, polterte Samali. Dann toben und kreischen Sie eben, forderte Challenger ihn auf. Lassen Sie Ihrem Frust freien Lauf. Ein innerlich reinigend wirkendes Gewitter ist allemal besser, als mit Verdruss die letzte Reise anzutreten. Als hätten seine Worte etwas Befreiendes in uns ausgelöst, gingen wir dazu über, laut zu schreien, zu kreischen und Dinge umzuwerfen, die auf den Tischen standen oder in einer Vitrine lagen. Das nicht, rief Challenger, als er sah, wie ich auf seine Vitrine zuging, um einige kleinere Porzellanfiguren schwungvoll auf den Boden zu werfen. Es war ein Bild, das ihn mit seiner Frau und einem jungen Mädchen zeigte, das in ihrer Mitte stand und dem Betrachter freundlich entgegenlächelte. Während Challenger eher wie ein steif gewordener Soldat wirkte, der, stillgestanden, darauf wartete, fotografiert zu werden, war das junge Mädchen das genaue Gegenteil von ihm. Sie wirkte so gelöst und fröhlich, so offenherzig und liebevoll, dass ich mich, als ich einen Schritt zurückwich, fragte, wer das Mädchen zwischen meinem Freund und dessen Frau wohl war. Bevor ich fragen konnte, steckte er den silberverzierten Bilderrahmen in seine Manteltasche, schenkte mir ein knappes, unter seinem Vollbart kaum zu erkennendes Lächeln und sagte, ich möchte nicht darüber reden. Unseren Freunden war die kurze Interaktion gar nicht aufgefallen. Sie hatten nämlich angefangen, sich bei den Händen zu packen und wild auf den Boden zu stampfen. Challenger, der dem Treiben kurz zuschaute und dabei laut lachte, wandte sich dann seiner Frau zu, die mit erstickt klingender Stimme flüsterte: Ich kann nicht mehr, Liebling. Ich gebe dir ein wenig Sauerstoff, sagte er, nickte ihr zu und öffnete den Hahn des ersten Zylinders, damit der reinigende Sauerstoff seiner Frau entgegenströmte, den sie sofort gierig einsog. Jetzt ist es gut sagte er nach kurzer Zeit und fügte erklärend hinzu, Wir wollen doch nicht alles sofort aufbrauchen. Der Sonnenaufgang, meinte sie zu ihrem Mann, griff dessen Hand, drückte sie und sagte, Ich fühle mich auch schon sehr viel besser. Es ist, als würde einem ein Tuch von den Gedanken genommen, nicht wahr? Sie nickte und antwortete, Es ist, als wäre gar nichts geschehen dann sollten wir noch einmal darüber reden wie wir die nacht am besten verbringen werden meine herren wollen wir wach bleiben oder schlafen schlafen meinte roxton so verbrauchen wir weniger sauerstoff so könnten wir aber auch unbemerkt versterben entgegnete summerlee wir müssen also wachen aufstellen eine hervorragende idee meinte challenger sie kommt ja auch von mir das ist die erste vernünftige Idee, die ich jemals aus Ihrem Munde vernommen habe, entgegnete Challenger angriffslustig wie eh und je und schien durch die abgenommene Sorge wegen seiner Frau wieder zur alten Form zu gelangen. Das nehmen Sie sofort zurück? Warum sollte ich denn die Wahrheit leugnen? Sie, erboste sich Sammerly und unterbrach sich, als er mich sagen hörte. Ich finde, es klingt wie ein Kompliment. Sie haben auch keinerlei Ahnung, polterte der Professor. Und schüttelte mißmutig den Kopf. Ohne ihre Idee hätten wir uns womöglich hingelegt und wären einer nach dem anderen gestorben. Ach, was reden Sie denn da? Oh, sagte der Professor plötzlich, machte große Augen und nickte dann nachdenklich, beinahe so, als wäre ihm jetzt erst in den Sinn gekommen, was er gerade hatte abstreiten wollen. Im nächsten Moment krähte er wie ein Hahn, schlug die Arme aneinander, als wären sie Flügel und sprang durch den Raum, als wolle er mit seinem Schnabel Körner vom Boden aufpicken. Ich vermute, bemerkte Challenger trocken, unser Professor könnte auch den ein oder anderen tiefen Atemzug reinen Sauerstoffs vertragen. Elftes Kapitel Der Abend war mittlerweile hereingebrochen. Immer wieder hatte ich mich in meiner Schreiberei vertieft, und die durch meine Finger ringende Zeit nicht allzu deutlich spüren müssen. Aber jetzt, wo die Sonne angefangen hatte unterzugehen und ihre Lichtreflexionen den Himmel in sonderbare Farben tauchte, die ich noch nie gesehen hatte, begriff ich, dass es genau die bisher unsichtbaren Gase waren, die unsere Atmosphäre zu vergiften begonnen hatten. Roxton und ich hatten gemeinsam am Fenster gestanden und hinausgeschaut, als wir bemerkten wie sich das Sonnenlicht in unterschiedlichen Farbspektren zu brechen begann. Jetzt sieht man wenigstens einmal die Übeltäter, sagte Roxton, seufzte und wischte sich mit der Hand über das Gesicht. Schließlich schenkte er mir ein aufmunterndes Lächeln und wollte wissen, Ziehen Sie sich meinetwegen vor mir zurück, oder sind das die toxischen Gase, die Sie so handeln lassen, wie Sie handeln, mein Freund? Natürlich hätte ich jetzt sagen können, dass ich nicht wusste, was er meinte, Schließlich hatten wir alle immer wieder geistige Aussetzer, die dem ein oder anderen bestürzende Blicke entlockten. Aber aufgrund unseres nahenden Endes war ich der Meinung, dass es besser wäre, so ehrlich wie nur möglich zu sein. Deshalb antwortete ich ihm mit leiser, brüchig klingender Stimme, weil ich mir wie ein Feigling und Schuft vorkam. Ihretwegen, mein Freund. Wieso das? wollte er ohne jegliche Regung in seinem Gesicht wissen. Ich hatte Angst, sie wollten mir grausame Geschichten erzählen, die sie erlebt haben, um ihr Gewissen zu entlasten. Roxton lachte, und als er das tat, klang er so ehrlich, befreit und so echt, dass mir jetzt erst bewusst wurde, dass ich schon seit Stunden niemanden mehr lachen gehört hatte. Ein Laut so vertraut und allgegenwärtig, dass er mir vollkommen aus dem Sinn gekommen war. Aber jetzt, als ich diesen Klang vernahm, atmete ich tief ein, Streckte meinem Freund die Hand entgegen und war froh darüber, dass er sie ergriff, mich an sich heranzog und festdrückte. Mein Gewissen, mein Freund, habe ich schon erleichtert, keine Sorge. Doch was mich wirklich umtreibt, ist der Kummer, nie die Frau fürs Leben gefunden zu haben, erzählte er, deshalb wohl auch meine etwas wirrer und verrückt klingende Geschichte, die ich in der Bahn erzählt habe. Ich schmunzelte und erwiderte, Sie ergibt auch jetzt keinen wirklichen Sinn. Roxton lachte und erwiderte. Wohl wahr, auch wenn ich nicht weiß, was ich erzählt habe. Ich kann es Ihnen ja erzählen, schlug ich vor und erntete ein Kopfschütteln, was mich wiederum erleichterte. Es war schon eine Qual gewesen, dieser Geschichte lauschen zu müssen. Sie nun aber mit eigenen Worten wiedergeben zu müssen, wäre mir ein Graus gewesen, dem ich mich nicht hatte aussetzen wollen. So verbrachten wir noch die eine oder andere Stunde, während die Sonne mehr und mehr am Horizont versank und ich versuchte, jeden einzelnen Sonnenstrahl im Gedächtnis zu behalten. Ich wusste nicht, ob es etwas bringen würde, aber der Gedanke daran, dass ich eben genau diese Erinnerungen mit hinübernehmen würde, war mir ein Trost und ließ mich die Furcht, die sich an mein Herz klammerte, für einen kurzen Augenblick vergessen. Und so saß ich dann im Ohrensessel meinem Freund gegenüber und merkte nur, dass er mich plötzlich merkwürdig und kopfschüttelnd anzuschauen begann. »Was?«, wollte ich von Roxton wissen. »Sie reden wir?«, gab er mir zu verstehen. »Wir?«, wollte ich wissen und fasste mir an den Kopf und ich bemerkte jetzt erst, dass mir schwindlig zu werden begann und ich einen dumpfen wie in Watte gepackten Gedanken zu fassen bekam, der so träge und langsam war, dass es mich selber erschreckte. Hinzu kam noch, und das erschreckte mich nun wirklich am meisten, dass der Gedanke gar keinen Sinn ergab, dass er wie ein unkontrollierter Faden wirkte, den man unachtsam auf eine Spule drehte. Ich schluckte schwer, murmelte ein Verzeiht und erntete dafür einen herzhaften Lacher von Challenger, der daraufhin meinte, es ist doch nicht Ihre Schuld, Malone. Hier, nehmen Sie einen kurzen und tiefen Atemzug des Sauerstoffs und versuchen Sie wieder klar bei Verstand zu werden. Danke, murmelte ich und spürte sofort, wie der aus der Öffnung strömende Sauerstoff durch meine Nase in meine Lungen drang und von dort aus die Verwirrung beiseite schob, die meinen Verstand so fest im Griff gehalten hatte, und war die mein Hirn umschließende Watte immer dichter und undurchdringlicher geworden, so löste sie sich jetzt vollständig auf, einem Nebelfeld gleich, in das Sonnenlicht drang und den düster wirkenden Morgen in einen bezaubernd schönen Vormittag verwandelte. Und so bemerkte ich auch jetzt erst, wie wir alle mit der sich verändernden Atmosphäre zu kämpfen hatten. Summerlee, von dem ich seit Stunden nichts mehr gehört hatte, war in sich zusammengesunken und hatte angefangen, leise zu schnarchen. Meine Blicke, die ich ihm zuwarf zwangen Challenger zu sagen, er wird der erste von uns Männern sein, der verstirbt, was wiederum in mir einen heißen Schrecken auslöste. Bisher war der Tod immer nur eine Beschreibung und ein undefinierbares Wesen gewesen, das sich drohend vor uns allen aufgebaut hatte, aber jetzt zu hören oder gar bestätigt zu bekommen, dass es dem Ersten aus unserer Runde schlechter gehen sollte, ließ mich einen unangenehmen Druck im Bauch verspüren. Wir werden ihn weiterhin mit genügend Sauerstoff versorgen, keine Sorge, versicherte Challenger mir diplomatisch. Aber viel Hoffnung habe ich nicht, dass er den von uns allen angestrebten Sonnenaufgang miterleben wird. Vielleicht ist seine Konstitution doch besser, als wir alle annehmen, flüsterte ich bedrückt und ließ meinen Blick noch einmal über Samali wandern, um ihn dann Mrs Challenger zuzuwenden. Diese saß in ihrer Stickarbeit vertieft auf der Couch und schien sich von ihrem ersten Anfall ausgesprochen gut erholt zu haben. Gelegentlich pfiff sie sogar ein fröhliches Seemannslied, das mich dazu veranlasste, im Takt den Fuß wippen zu lassen. Roxton hingegen saß wie starr in seinem Sessel, die Beine übereinander geschlagen. Seine Gedanken, das sah ich ihm an, hatte er wieder in unendlich weite Ferne gerichtet, um über Probleme nachzudenken, die sein Herz ganz schwer machten. Schließlich aber starrte ich zu Challenger, der vor mir stand, den Sauerstoffbehälter in der Hand, seiner Musterung hilflos ausgeliefert. Er wirkte auf mich noch immer wie der lebhafte, greifbare Wissenschaftler, wie ich ihn damals vor drei Jahren kennengelernt hatte. Aufrecht war er, stolz, von unzerbrechlichem Willen getrieben, allen Geheimnissen der Erde auf die Spur kommen zu wollen, um auch ihre letzten Rätsel entschlüsseln zu können. Er merkte, dass ich ihn ebenso auffällig musterte wie er mich, was ihn dazu verleitete zu sagen, Wir werden uns jetzt nicht mehr analysieren oder verstehen können, Malone. Wir werden hinübergehen und müssen hoffen, dass es so etwas wie ein Leben nach dem Tode gibt, wovon ich, irrwitzigerweise, fest überzeugt bin. Aber gut, das Thema sollten wir nicht vertiefen, finde ich, alleine deshalb, weil Sie mir einen Blick zuwerfen, der mir sagt, dass Sie an meinen Worten zweifeln. Das hat sie doch noch nie davon abgehalten, mit einer Theorie hinter den Berg zu halten, entgegnete ich ihm und bekam dafür ein breites, stolzes Lächeln geschenkt, das mich ahnen ließ, mit was für einer Unterhaltung ich die angebrochene Nacht bestreiten würde. Deshalb mag ich Sie, Malone. Genau deshalb. Sie sind ein gescheiter Junge und wissen mich zu nehmen. Damit verstummte unsere Konversation aber schon wieder. Denn zu meiner Überraschung war es erneut Miss Challenger, die nach Sauerstoff verlangte, weil sie wieder das Gefühl hatte, ersticken zu müssen. Das war der erste Sauerstoffbehälter, murmelte Challenger, nachdem er seiner Frau Linderung verschafft hatte, und blickte dann auf die anderen und schüttelte den Kopf. Was haben Sie? wollte ich wissen. Wir werden gerade so mit dem Sauerstoff über die Nacht kommen, was aber sehr optimistisch berechnet ist. Wir verteilen von Stunde zu Stunde mehr und mehr Sauerstoff, was heißt, dass wir uns gerade inmitten der Giftwolke befinden müssen. Unsere Gedanken werden immer massiver beeinflusst. Wir brauchen also ordentlich Sauerstoff, um klar bei Verstand zu bleiben. Ich schluckte, sagte aber nichts. Insgeheim hatte ich damit begonnen, mich von der Welt zu verabschieden und mir vorgenommen, den mir angebotenen Sauerstoff nicht mehr anzunehmen. Zwölftes Kapitel Die Nacht war nun angebrochen. Einmal war ich eingeschlafen, das merkte ich aber erst in dem Moment, wo mir ein Hauch Sauerstoff unter die Nase wehte. Erschrocken, weil ich mir ja vorgenommen hatte, keinen mehr einatmen zu wollen, wischte ich den Behälter beiseite und erntete dafür ein empörtes Es ist nur gut für Sie, von Roxton, der mich strafend anblickte. Wir müssen sparen, sagte ich. Als mein schwer gewordener Kopf sich zu erholen begann und ich wieder klare, schnell hinter meiner Stirn entlangziehende Gedanken hatte. Wir teilen den Sauerstoff schon ein, keine Sorge. Darum geht es nicht, erwiderte ich, während ich durch das Halbdunkel des Wohnzimmers schaute und sah, dass Mrs. Challenger in sich zusammengesunken auf dem Sofa saß, ihre Stickereien von den Knien gerutscht, unordentlich auf dem Boden liegend. Ich habe keinen Nutzen für diese Gruppe. Challenger ist der brillanteste aller Wissenschaftler. Er soll leben. Sie, Roxton, können ihm dabei behilflich sein, weil Sie schon mehrere heikle Abenteuer überstanden haben. Und Summerlee ist Challengers Gegenpol. Nur durch ihn wird er zu immer größeren wissenschaftlichen Dimensionen getrieben. Ich hingegen schreibe alles immer nur auf. Alban, sagte Roxton und schüttelte den Kopf. Wir haben das hier gemeinsam begonnen und wir werden es gemeinsam beenden. Niemand steigt vorher aus, niemand. Ich winkte ab, einerseits geschmeichelt, andererseits verärgert. Geschmeichelt, weil ich aus den Worten meines Freundes deutlich heraushörte, wie ehrlich er es mit mir meinte und wie schmerzhaft es für ihn wäre, mich hier und jetzt zu verlieren. Ärgernd tat ich mich, weil ich mich übergangen fühlte, dass man mir meine einmal getroffene Entscheidung nicht gönnte und mir vorschreiben wollte, wie ich aus dem Leben zu scheiden hatte. Was wiederum albern war, denn in dem Augenblick, als ich meinem Unmut Ausdruck verleihen wollte, spürte ich, wie mein Hals sich zuzuschnüren begann, wie es anfing, schwarz und unheilvoll vor meinen Augen zu flimmern. Ich spürte, wie meine Gedanken sich trotz des Sauerstoffs zu vernebeln begannen und wie sich ein zentnerschwerer Druck auf meiner Brust ausbreitete, der mich glauben ließ, erdrückt zu werden. Da war kein sanftes Hinübergleiten und kein beruhigender Schlaf nichts davon, nur der unangenehme, einem den Hals zuschnürende Druck, der mich entgeistert die Augen aufreißen ließ. Meine Hände fuhren zum Hals, griffen nach dem Kragen meines Hemdes und versuchten ihn verzweifelt zu öffnen, um wieder Atem holen zu können. Aber das war mir nicht mehr vergönnt. Ich starb, und das genau in diesem Augenblick. 13. Kapitel Die tote Welt. Ich war tot, das wusste ich. Obwohl es verrückt klingt und es ja auch nicht sein konnte, da ich ja jetzt gerade an der Schreibmaschine sitze und diesen Bericht hier tippe. Aber in dem Moment, als ich mein Bewusstsein verlor, meine Sinne sich trübten und meine Gedanken zu schwinden begannen, war ich mir sicher, dass ich starbe. Natürlich habe ich bisher keinerlei Nahtoderfahrungen gemacht, geschweige denn einen ehrlichen und aufrichtigen Gedanken verfolgt, der sich mit dem Leben nach dem Tod befasste. Natürlich war ich in der kurzen Unterhaltung mit Challenger aufmerksam geworden, dass einer der führenden Köpfe unserer Zeit sich sicher war, dass es mehr zwischen Himmel und Erde gab, als der einfache Menschenverstand sich denken konnte. Aber ich will nicht weiter auf unsere zurückliegende Unterhaltung eingehen. Das, was mich viel mehr bewegte, war, dass ich mir sicher war, meinen in den Sessel zusammengesunkenen Körper verlassen zu haben. Dass ich mitbekam, dass meine Freunde plötzlich in Hektik verfielen und alles daran setzten, mich zu retten. Ja, ich war überzeugt davon, dass Roxton auf Challenger zusprang und ihn anschrie: Helfen Sie ihm, so helfen Sie ihm doch! Was wiederum dazu führte, dass der noch immer friedlich schlafende Summer Lee grunzend und schmatzend aufwachte und verwirrt um sich schaute und fragte, Was ist denn los? Worauf die beiden Männer gar nicht erst eingingen. Sie hantierten an der noch immer offenstehenden Sauerstoffflasche herum und hielten mir den entgegenströmenden reinen Sauerstoff unter die Nase. Aber das half alles nichts, da war ich mir sicher. Sie würden mich nicht wieder ins Leben zurückholen können. Ich war dem Gift, das die Atmosphäre der Erde verpestete, zum Opfer gefallen. Oder? Doch nicht. Als mir ein Spall Sauerstoff ins Gesicht wehte, meine Atemwege passierte, mein Hirn erreichte und schließlich meine Organe wieder mit angereichertem Blut versorgte, war es so, dass die Lebensgeister zu mir zurückkehrten. Ich spürte das Zittern, das durch meinen Körper fuhr: ein Zittern von den kleinen Zehen anfangend, über die Waden hinauf in den Bauchraum laufend, um sich von dort aus fächernd in die Hände und den Kopf auszubreiten. Ich hörte wie aus weiter Ferne die Stimme von Roxton rufen. Er atmet, er atmet, um daraufhin das zufriedenklingende Schnauben Challengers zu vernehmen. Ob ich in diesem Moment wirklich in meinen Körper zurückkehrte oder ich ihn überhaupt jemals verlassen hatte, war für mich nicht eindeutig zu bestimmen. Was ich aber wusste, war, dass ich tief Luft holte, die Augen öffnete und eine verschwommene, mir nicht zu erklärende Welt erblickte die mir so fremd erschien, wie sie mir vor meinem Tode vertraut gewesen war. Ich sagte nichts. Ich saß nur da, in meinem Sessel, die Arme auf der Lehne, den Oberkörper ein wenig zur Seite geneigt, das Kinn auf die Brust gesunken. Die Nacht ist fast vorüber, hörte ich Roxton sagen. Und wir haben jetzt nur noch für uns alle einen tiefen Atemzug Sauerstoff übrig. Ich werde ihn nicht brauchen, flüsterte Challenger, da einen bekümmerten Blick zu seiner zusammengesunkenen Frau warf und mir damit einen Stich ins Herz versetzte, dass meine ersten Worte, die ich stammelnd, leise und kaum verständlich hervorbrachte. Ist sie gestorben? waren. Sie wird es nicht schaffen, sagte Challenger und trat von mir weg auf seine Frau zu, um dann vor ihr in die Knie zu gehen, und mit einer zärtlich anzusehenden Geste nach ihrer Hand zu greifen und sie liebevoll zu streicheln. So schwer es mir auch fällt, dies zu sagen. Das tut mir leid, sagte ich keuchend und wedelte mit der Hand, um Roxton davon abzubringen, mir wieder und wieder den Sauerstoffbehälter unter die Nase zu halten. Ich wollte nicht, dass er das tat. Schließlich war ich wieder voll bei Bewusstsein. Noch etwas ermattet zwar, ganz wackelig auf den Beinen, aber wieder so kräftig, dass ich mich erheben und auf Challenger zugehen konnte. Außerdem, und das war mir ein wichtiges Anliegen, wollte ich, dass Mrs. Challenger den übrig gebliebenen Sauerstoff bekam, um wieder zurück ins Reich der Lebenden geholt zu werden. Was sehr anständig von Ihnen ist, Malone, sagte Challenger und wandte mir seinen wuscheligen Kopf zu. Aber es wird schwer werden, Sie zurückzuholen. Vielleicht ist es so besser für Sie. Sie haben doch noch nie aufgegeben. Aber den Tatsachen ins Auge geblickt und das Für und Wider gegeneinander abgewogen und immer eine logische Entscheidung getroffen, sagte er mit erhobenem Zeigefinger und war nun wieder der Mann, den ich immer bewundert hatte. Ein Kerl, wie er im Buche stand und der von nichts und niemandem umgeworfen werden konnte. Egal, was man tat oder versuchte. Natürlich reichen meine Worte geradezu an Heldenbeschreibungen heran wie man sie sonst nur in trivialer und einfach gehaltener Literatur vorfand. Aber in diesem Augenblick, als er vor seiner sterbenden Frau stand und dem Unausweichlichen seine reine Logik entgegensetzte, empfand ich so, wie ich es aufgeschrieben habe. Und ich weiß, dass jeder meiner Leser es mir verzeihen wird, dass ich mit meinen Worten eine Glorifizierung herbeirief, die ihresgleichen suchte. Nun aber, wo ich wieder klar bei Verstand bin, Weiß ich natürlich, wie sinnvoll es war, den noch vorhandenen Sauerstoff unter denen aufzuteilen, die ihn besser gebrauchen konnten. Und so ließ Challenger sich von mir überreden, den letzten Strom des Sauerstoffes, der eigentlich für mich gedacht war, seiner Frau zuzuführen. Er nickte schließlich und gab Roxton seine Zustimmung. Mein Freund tat, worum ich ihn bat, und mit einer inneren Zufriedenheit stellte ich fest, wie sich die langsam abflachende Atmung von Mrs. Challenger wieder stabilisierte und sie schließlich einen tiefen, seufzenden Atemzug tat und sich dann, als würde sie nur schlafen, zusammenrollte und sich auf die Seite drehte. Wie spät haben wir es jetzt? riss Sammerly uns aus unserer Freude, dass Mrs. Challenger sich wieder erholte und brachte uns, einem Glockenschlag gleich, wieder zurück in die Realität. Die Sonne ist dabei langsam aufzugehen, sagte Roxton und zeigte auf das abgehängte Fenster, durch das nur spärlich das Sonnenlicht drang. Aber sieh doch, sagte ich, einen wackeligen und kraftlosen Schritt auf das Fenster zumachend, die Sonnenstrahlen brechen sich nicht mehr in den giftigen Gasen des Äthers. Es gibt keine Lichtreflexionen mehr. Interessant, murmelte Challenger, trat neben mich an das Fenster, und warf einen langen kritischen Blick in den Himmel. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich behaupten, dass sich die Erde aus dem giftigen Nebel, auf jeden Fall hier, wo wir uns befinden, herausgedreht hat, dass sie den Äther hinter sich gelassen hat, der das Leben um uns herum ausgelöscht hat und nun andere Teile der Erde heimsucht, einer Linie gleich, die durch die Rotation der Erde ihre Position verändert und nicht den ganzen Erdenball umschlossen hat. Also haben Sie sich geirrt? warf Samali dem Professor vor. Kann man es also doch überleben? Ich irre mich nicht, behauptete Challenger. Ich bin auch immer der Meinung, dass wir den toxischen Gasen ausgeliefert sind. Heute Abend können sie schon wieder da sein, wenn die Erde sich wieder um sich selbst gedreht hat. Also nur eine Galgenfrist, meinte Roxton leise. Aber vielleicht die Möglichkeit, weiteren Sauerstoff für uns zu besorgen, um eine weitere Nacht überstehen zu können. Untätig sollten wir auf keinen Fall bleiben, sagte Challenger. Das wäre verschwendete Lebenszeit. Was wollen wir denn noch erreichen? wollte Summerlee mit in die Höhe gerissenen Armen wissen. Wir sind wohl die letzten Menschen auf der Erde, oder zumindest in diesem Land. Nicht einer der Leute wusste, was mit ihnen geschehen wird. Wir sind alleine. Alleine. Summerlys Ausruf klang wie das Kreischen eines Kindes, das bemerkt hat, dass es von nun an ohne Eltern leben muss. Und so empfand ich es auch ein bedrückendes, schwer auf mir lastendes Gefühl der Einsamkeit, wie ich es noch nie zuvor in meinem Leben gespürt hatte. Es kam mir so vor, als wäre ich lebendig begraben worden, meterweit in die Erde eingelassen, in einem engen, alle meine Bewegungen unter bindenden Sarg eingesperrt, aus dem ich niemals wieder herauskommen könnte. Egal, was ich auch versuchen würde, egal, wie ich es anstellen wollte, ich würde ausharren müssen, bis das aufgeschobene Ende doch auf mich zukam und sich meiner bemächtigte. Dem Tod jetzt von der Schippe gesprungen zu sein, hieß nicht, ihm für immer entkommen zu sein. Was für ein schrecklicher Wettlauf einer, den ich niemals gewinnen konnte. Und so drehte ich mich zu Challenger herum und fragte ihn, Was wollen wir jetzt tun? Wir werden das Haus verlassen, sobald wir den letzten Sauerstoff aufgebraucht haben. Vorher aber müssen wir, sagte er mir mit zur Mahnung erhobenem Zeigefinger, versuchen so lange wie nötig, ohne auszukommen. Denn wenn nur einer von uns wieder in das verwirrende Verhalten zurückfällt, das die vergiftenden Gase in uns ausgelöst haben, haben wir die Gewissheit, dass wir wieder unreine Luft einatmen, oder eben, wenn wir bleiben wie wir sind, reinen Sauerstoff einatmen? Wir nickten alle zustimmend, auch wenn Summerlee brummend anmerkte: Jetzt sind wir schon Versuchskaninchen wie in einem Labor. Daraufhin sagte keiner etwas. Wir versuchten uns allesamt irgendwie gegenseitig abzulenken. Roxton und ich hatten wieder die Karten ergriffen während Summerlee in einem Buch blätterte. Challenger hingegen kümmerte sich noch immer um seine deutlich stärker atmende Frau, die schließlich, nachdem Roxton mich das dritte Mal hintereinander besiegt hatte, die Augen aufschlug und flüsternd fragte, Ist das hier nun das Jenseits, mein Schatz? Oder ist es das Leben? Vierzehntes Kapitel es dauerte seine Zeit, bis wir realisierten, dass der Giftnebel, der die Erde in seinem vernichtenden Klammergriff gehalten hatte, an uns vorbeigegangen zu sein schien. Es war wirklich so, dass sich unser Verhalten nicht einen Augenblick veränderte. Wir alle blieben so, wie wir vorher gewesen waren. Und so war ich es dann, der schließlich fragte: Wann wollen wir denn aufbrechen und wohin soll unsere Reise gehen? London, bestimmte Challenger. Von dort aus werden wir es wohl am leichtesten schaffen, mit anderen Städten oder Ländern in Kontakt zu treten. Vielleicht haben es ja auch andere Menschen geschafft, den Giftstrom zu überleben. Was zu wünschen wäre, sagte ich mit einer in mir aufsteigenden Hoffnung. Natürlich waren diese Hoffnungen nur obligatorisch und kaum dazu geeignet, Gestalt anzunehmen. Alleine der Blick hinaus aus dem Fenster reichte aus, um mir zu zeigen, dass der Tod schnell, unheilvoll, und vollendet über die Menschen hereingebrochen war. Noch immer lagen die Golfspieler auf dem Rasen, in ihren grotesken Haltungen gefangen, und auch die Droschke mit dem in sich zusammengesunkenen Pferd, das auf der zum Haus hinaufführenden Straße seine letzte Ruhe gefunden hatte, war unverändert geblieben. Wie würde es dann erst in den Städten aussehen? Das wollte ich mir gar nicht ausmalen. Trotzdem war da noch dieser kleine Schimmer von Hoffnung in mir, der mir unentwegt zuflüsterte, dass es mehrere Menschen geschafft hatten, das Glück für sich zu pachten, so wie wir es getan hatten. Und so war es dann schließlich Mrs. Challenger, die die erste Klage, die ihr auf der Zunge lag, offen äußerte und ihren Mann vorwurfsvoll fragte: Was hast du uns nur angetan? Wie konntest du dich nur wieder gegen unser aller Schicksal stellen? Wäre es nicht besser gewesen, einmal nachzugeben und tot zu sein, wie all die anderen? Was sollen wir denn jetzt nur mit unserem Leben anfangen? Kannst du mir das vielleicht sagen? Wir werden leben, das ist wichtig. Alles andere ist nebensächlich, hielt er ihr entgegen. Denn nur wenn der Mensch lebt, kann er auch etwas verändern. Tote sind verdammt, Lebende dafür geschaffen, um verlorengegangenes wieder zu beschaffen. Sieh schon wieder! schimpfte Samali und hatte sich doch von seinem Platz erhoben. Wir sind doch zu nichts anderem verdammt als zu sterben. Nur dieses Mal für uns alleine, jeder für sich. Ich wäre auch lieber im Kollektiv gegangen, als alleine dem Schnitter zu begegnen. Deshalb sind Sie auch nie so erfolgreich gewesen wie ich, entgegnete Challenger, so als würde er bei einem Verkäufer etwas Leberwurst und Brot bestellen. Also meine Herren, kommen Sie. Wollen wir doch mal sehen, ob wir den Wagen zum Laufen bekommen, um nach London fahren zu können? Und was ist mit mir? klagte Mrs. Challenger. Werde ich alleine hier bleiben müssen? Du kannst uns gerne begleiten, mein Engel, entgegnete Challenger, sie liebevoll in den Arm nehmend, sie an sich drückend und ihr beruhigend mit der Hand über die Haare streichelnd. Ich würde mich sehr darüber freuen. Um all die Toten zu sehen? Sie schüttelte den Kopf, löste sich aus der Umarmung ihres Mannes und warf ihm einen entsetzten Blick zu. Das würdest du dann, ja. Aber das ist doch schrecklich, rief sie. Das könnte ich nicht. Nein, was, wenn unsere... Sie wird es geschafft haben, ganz bestimmt, sagte Challenger mit beruhigend klingender Stimme und ließ seine Frau den Satz nicht beenden, den sie gerade begonnen hatte, was wiederum die Neugier in mir entfachte. Da ich ja schon gestern Abend an der Vitrine eine merkwürdige Begegnung mit Challenger gehabt hatte. Aber meine Neugier fand keinerlei Befriedigung, denn Challenger drehte sich abrupt zu uns um, klatschte donnernd in die Hände und fuhr uns dann einem Orkan gleich brüllend an. Was stehen Sie denn da noch herum? Los, auf, auf, ab nach London, um mit der übrig gebliebenen Zivilisation in Kontakt zu treten! 15. Kapitel. Es war der schwerste aller Gänge, die man sich nur vorstellen kann. Schritte ins Ungewisse, die einem die Knie zittern ließen. Natürlich hatte die improvisierte Abschottung des Professors nicht sehr viel erreicht, aber das Wissen, den am meisten geschützten Raum im Haus verlassen zu müssen, um dann auch noch nach draußen zu gehen, ließ einem mulmig zumute werden. Was aber noch mehr an meinen Nerven zu zerren begann, als das Wissen, möglicherweise in die verseuchte Atmosphäre der um uns herumliegenden Welt zu gehen, war die Aussicht darauf, denen begegnen zu müssen, die ich bisher nur aus der Ferne hatte beobachten können. Allein das Wissen, dass wir demnächst an unzähligen Toten vorbeifahren würden, drehte mir den Magen um. Was, fragte ich mich, wenn man unter den zusammengebrochenen und regungslos daliegenden Menschen jemanden sieht, der einem etwas bedeutet hat? Was, wenn ich zum Beispiel einem auf dem Nachhauseweg vom Tode überraschten McAdle begegnete, oder, und das war das, was mich am meisten erschaudern ließ, ich die noch im Tode schön anzusehende Dame finden würde, mit der ich eigentlich die nächsten Tage hatte verbringen wollen? Diesen oder ähnlichen Gedanken folgend, war es dann der Schrecken, der mich durchfuhr, als wir den neben dem gerade frisch geputzten Wagen liegenden Austin fanden. Er war, wie auch die Menschen auf dem Golfplatz, vom Tode überrascht worden. In der linken Hand hielt er noch das Tuch, mit dem er eben noch, wie es schien, die Kotflügel des Wagens hatte putzen wollen. Seine Mütze, die er immer getragen hatte, saß ihm noch schief auf dem Kopf und wirkte so, als habe er sie sich nur ins Gesicht geschoben, um ein kleines Nickerchen halten zu können. Ich konnte ihn kaum betrachten, so sehr ging mir sein Ableben an die Nieren. Challenger hingegen hegte so eine Hemmung nicht, er ging neben seinem langjährigen Butler in die Knie, schloss ihm, nachdem er dessen Mütze beiseite genommen hatte, die Augen und fragte Roxton dann Gönnen Sie bitte die Füße nehmen, damit wir ihn dort zum Schuppen tragen können? Natürlich, meinte mein Freund, ging daraufhin gleich in die Knie und hob, nach einem von Challenger ausgegebenen Zeichen, den Leichnam an. Er tat es, als hätte er Austin gar nicht gekannt. Was mir wiederum vor Augen führte, was für ein Leben mein Freund vor unserer Bekanntschaft geführt haben musste. Eines, wie ich schwer schluckend feststellte, indem er sich an den Anblick von Toten ebenso gewöhnt hatte, wie auch daran, dass er Menschen, die er kannte, verlieren und beerdigen musste. Challenger, der die Hände abklopfend aus dem Schuppen zurückkehrte, rief uns zu, als berühre es ihn gar nicht, dass Austin nun tot und regungslos aus unserem Blickfeld geschafft worden war. Sitzen Sie da noch gar nicht im Wagen, meine Herren. Sie hätten ihn doch wenigstens schon einmal starten können. Wir verlieren Zeit. Wir verlieren Zeit, echote Samali angriffslustig und fügte dann hinzu. Ich habe keinen Führerschein, Sie Challenger. Ich habe nie einen benötigt. Ich ebenfalls nicht, meldete sich Roxton zu Wort, der neben mich getreten war und mir ein aufmunterndes Lächeln schenkte da er bemerkt zu haben schien, mit was für Skrupeln und Empfindungen ich gerade zu kämpfen hatte. Hat denn niemand von uns einen Führerschein? wollte Challenger wissen und stemmte die Hände in die pummeligen Hüften, als wolle er uns allen einen Vorwurf dafür machen, dass wir nicht dazu in der Lage waren, einen Wagen zu steuern, oder einige von uns nicht dazu in der Lage waren, musste es wohl heißen. Denn ich hob schließlich meine Hand, als mir bewusst wurde, dass die drei wohl erfolgreichsten Menschen, die ich kannte, zwar die Welt verstehen, analysieren und erobern konnten, aber keinerlei Möglichkeit hatten, von alleine ihre Missionen zu starten. Ich habe einen Führerschein. Malone, strahlte Challenger. Was für eine angenehme Überraschung. Na dann, ab in den Wagen und losgefahren. Nur noch eine Frage, sagte ich. Und die wäre? Glauben Sie denn wirklich, dass es wichtig gewesen wäre, ob Sie einen Führerschein besitzen oder nicht? Ich meine, wir sind ganz alleine. Die Welt um uns herum ist tot. Sechzehntes Kapitel. Es war noch schlimmer als befürchtet. Obwohl wir den Wagen schnell zum Laufen brachten und ich mich an seine Schaltung und Lenkung schnell gewöhnte, Kam es mir vor, als würde ich durch eine grau in grau daliegende Welt fahren. Obwohl der Wind aufgefrischt hatte, die Sonne schien und wir uns sicher waren, dass wir uns nicht mehr vergifteten, verlief die Fahrt doch ausgesprochen ruhig und kaum der Rede wert. Einmal bemerkte Samali: Wir leben, aber ohne zu leben. Wir haben unserem Ende nur noch ein wenig mehr Zeit verschafft. Ich sagte nichts dazu, ebenso wenig wie Roxton. Challenger konnte sich einen Kommentar nicht ersparen und fuhr den betrübten Professor herrisch an. Wo ist denn Ihr Pioniergeist? Natürlich sieht jetzt alles trostlos und verloren aus. Aber bedenken Sie doch nur, was wir jetzt alles erreichen und schaffen können. Wir werden garantiert nicht die einzigen Menschen sein, die überlebt haben, dessen bin ich mir gewiss. Denn niemals stirbt alles auf einem Planeten aus. Es überlebt immer etwas. Wir müssen nur danach suchen. Haben Sie also keine Angst. Unsere Chance, die uns die giftige Wolke gegeben hat, sollten wir am Schopf verpacken und endlich eine Welt erschaffen, die dem Menschen würdig ist. Weg mit der Korruption, weg mit dem Drang, sich selbst zu wichtig zu nehmen, endlich eine Werteordnung schaffen, in der es alles für alle gibt. So schön dieser Traum auch ist, entgegnete Roxton gelassen, während er den Arm auf die Nackenstütze legte, sich zu Challenger herumdrehte, und den vor Begeisterung ganz rot im Gesicht gewordenen Professor anschaute. Aber leider kann ich mir nicht vorstellen, dass der Mensch auch nur einmal in seiner ganzen Existenz dazu fähig sein wird, eine solche Gesellschaft zu gründen, wie sie Ihnen vorschwebt. Wir alle neigen dazu, mehr haben zu wollen als der andere. Alleine Sie beide, Challenger und Summerlee, sind doch pausenlos damit beschäftigt, sich zu streiten und den anderen übertrumpfen zu wollen. Sie sind Freunde, und können doch nicht davon ablassen, den anderen bloßzustellen. Das erste Mal in meinem Leben erlebte ich es, dass Challenger auf die eben gemachte Beobachtung nicht reagierte. Neigte er sonst immer dazu, alles und jeden mit seiner Wildheit in die Flucht zu schlagen, der nicht seiner Meinung war, so schien es jetzt, als würde die ganze Tot um uns herumliegende Umgebung sein ansonsten wildes Gemüt besänftigen. Er starrte nur aus dem Fenster, und musste mit ansehen, dass alles Leben ausgelöscht worden war. Wir passierten die Kutsche und sahen nun nicht nur den auf dem Kutschbock zusammengesunkenen Kutscher, sondern auch, dass er einen Fahrgast transportiert hatte: einen jungen, geschniegelten Mann, dessen Melone ihm noch immer auf dem vollen, lockigen, braunen Haar saß. Er hielt die Augen geschlossen und hatte einen entspannten, beinahe seligen Gesichtsausdruck und wirkte, als wäre er erleichtert darüber endlich dahin geschieden zu sein. Wir fuhren langsam, die Kutsche umrundend an ihm vorbei, und sahen, dass er einen Notizblock in Händen hielt, den Bleistift noch zwischen den Fingern, in seiner Bewegung erstarrt, seine Gedanken zu Papier zu bringen. Ich lächelte grimmig, als mir bewusst wurde, dass auch ich jener Mann hätte sein können, über dem eigenen Geschriebenen gefangen, vom Tode fortgerissen, nicht mehr dazu in der Lage, die eigenen Gedanken zu Papier zu bringen, daran gehindert, tun zu können, wozu mein Verstand mich verleitete. Und in diesem Moment, als mir der Gedanke kam, was der alte Schatte McAdle nun in seinen letzten Stunden tun könnte, weitete sich die Straße, die in Richtung London führte, und offenbarte einige kleine, beschauliche Dörfer, deren Leben vollständig zum Ruhen gekommen war. Frauen lagen, nach den Händen ihrer Kinder greifend, auf der Straße, während Männer, eben noch in einer Unterhaltung verstrickt, in einem Knäuel zusammengesunken waren und auf mich wirkten, als wollten sie gemeinsam nach einem auf dem Boden liegenden Penny greifen. Ich konnte die Schwermut, die mich mehr und mehr ergriff, nicht mehr zurückhalten. Ich schüttelte den Kopf, als ich ein Liebespärchen sah, das arm in arm zusammengesunken an einem Baum lag. Sie hielt noch die Hand ihres Liebsten, während sein Gesicht einen beinahe zufriedenen Ausdruck angenommen hatte, weil er, während ihn der Tote eilte, noch einmal ihr liebliches Gesicht betrachten durfte. So grausam und schrecklich dieser Anblick auch war, er löste in mir eine Eifersucht aus, die ich noch nie in meinem Leben gespürt hatte. Obwohl er alles verloren hatte, besaß er doch alles. Die Frau, die er liebte, die ihm eine Familie hätte schenken sollen, war bei ihm, in den letzten Minuten seines Lebens. Und so waren die beiden für mich ein Beispiel für eine verloren gegangene Chance. Ich hatte meine niemals genutzt. Weder vor drei Jahren noch vorgestern, als Mac mich zu Challenger geschickt hatte, um mit ihm ein Interview zu führen. Ich war wie ein verlorenes Blatt im Wind, das davongetragen worden war. Ohne zu wissen, wo es einmal zur Erde sinken würde. Ich schnaufte. Wäre ich doch nur gestorben! und erntete dafür einen vernichtenden Blick meines Freundes. Sagen Sie so etwas nicht, meinte er. Es wäre ein Verlust für uns alle gewesen. Ein Verlust für mich, denn mit niemand anderem unterhalte ich mich so gerne wie mit Ihnen, Malone. Ich schmunzelte und murmelte ein. Danke bevor ich den schweren Wagen um eine S-Kurve lenkte, die geradewegs zu einem vor London liegenden Ort führte. Ein Ort von einem Künstler mit sicherer Hand auf Leinwand festgehalten, um die Idylle des englischen Lebensstils zu würdigen, wie es schien. Rasenflächen, fein säuberlich von den Grundstücken anderer abgetrennt, lagen gepflegt vor uns. Weiß gestrichene Zäune standen kerzengerade, einen Fußbreit von dem Gehweg entfernt. Hecken so akkurat gestutzt, dass sie einen erschaudern ließen wegen ihrer Genauigkeit. Es kam mir so vor, als führe uns der allgegenwärtige Tod deutlich vor Augen, wie albern unser aller Streben nach Perfektion war. Dass es egal war, ob die Hecke handbreit dick geschnitten war oder sie verwildernd dastand, ihre Triebe spreizend, nach allen Seiten vor sich hinwuchernd, von keiner Hand an ihrem Treiben gehindert. Was brachte es auch schon? Gar nichts. Denn alles war vergänglich. Jeder, der sich gestern noch an der angelegten Straße erfreut hatte, sah sie nun nicht mehr, war verloren im ewigen Kreislauf des Todes und konnte nichts mehr daran ändern, dass jetzt alles zu zerfallen drohte. Warum ich den Wagen abzubremsen begann und plötzlich langsamer fuhr, weiß ich gar nicht mehr genau zu sagen. Ich glaube mich zu erinnern, dass ich der Meinung gewesen war, dass etwas auf der Straße gelegen hatte. Der Kadaver eines Hundes oder einer Katze, vielleicht auch die Leiche eines Kindes, ich weiß es nicht mehr. Es veranlasste mich auf jeden Fall dazu, vom Gas herunterzugehen, den Wagen sanft um das Hindernis herumzulenken und dann weiter auf der Gegenfahrbahn zu fahren. Auf jeden Fall hatte ich das vorgehabt. Der plötzliche Ruf von Roxton, Hören Sie das? ließ mich verwundert den Kopf drehen und ihn anschauen, als habe er mir eine Frage gestellt, die ich niemals im Leben hätte beantworten können. Was? wollte Samali vom Rücksitz aus wissen. Da, schon wieder. Ich höre nichts, gab ich ehrlich zu, lenkte den Wagen aber an den Randstein heran und stellte den Motor aus. Doch, doch, da ist etwas. Was meinen Sie denn bloß? wollte Challenger wissen, das erste Mal wieder etwas sagend, nachdem Roxton ihm deutlich vor Augen geführt hatte, dass seine Träume von einer besseren Welt niemals in Erfüllung gehen würden. Da ruft doch jemand. Ein Mensch? wollte ich wissen, und merkte im gleichen Moment, wie bescheuert meine Frage geklungen haben musste. Was denn sonst? fragte Roxton mit einem Gesichtsausdruck voller gerade empfundener Fassungslosigkeit. Entschuldigung, sagte ich und war nach meinem Freund der Erste, der die Wagentür wieder öffnete und ausstieg. Nach mir verließen Challenger und Summerlee beinahe zeitgleich unser Vehikel und starrten ebenso ahnungslos wie ich in alle Richtungen, ohne auch nur den geringsten Laut zu hören. Es war beinahe schon gespenstisch, mitten auf der Straße zu stehen, in die Stille hineinzulauschen und rein gar nichts zu hören. Nach wenigen Augenblicken des Schweigens wollte ich gerade den Mund öffnen und sagen Sie müssen sich geirrt haben, mein Freund, als Roxton, seinem Instinkt folgend, den Finger zum Mund hob, ein leises Psst ausstieß und dann den Zeigefinger in Richtung Himmel reckte, als ein leises, wehklagendes Hilfe an unsere Ohren drang. Ich war wie elektrisiert. Niemals im Leben hätte ich damit gerechnet, wieder eine andere Stimme, als die meiner Freunde zu hören. Und nun, als wir da standen, mitten auf der Straße, die Köpfe reckend, um besser hören zu können, von wo der Hilferuf erklungen war, kam es mir so vor, als habe ich die Stimme eines Engels gehört. Wie mir erging es auch den anderen. Roxton, der sich auf seine innere Eingabe verlassen konnte, zeigte schließlich hinüber zu einer Seitenstraße, an deren Kreuzung mehrere Menschen in gekrümmter Haltung lagen allesamt vom Tod überrascht, während sie in geselliger Runde beisammen gewesen waren. Von dort kam es, rief er und lief los, als erneut die kratzende Stimme erklang, deren Schwäche mein Herz mit Kummer erfüllte. Wie lange dieser arme Mensch schon um Hilfe rief, konnte ich nicht sagen, und wegen der Ängste, die er auszustehen hatte, wurde mein Herz schwer vor Kummer. Erst jetzt, als wir über die befestigte Straße zu einem fein säuberlich gepflegten Haus liefen, wurde mir bewusst, was für ein Glück im Unglück ich gehabt hatte. Der Tag und die Nacht, die ich mit meinen Freunden hatte verbringen können, war ein wahrer Segen gewesen. Denn all meine Ängste, all mein Kummer und alle Zweifel, die ich gehegt hatte, hatte ich mit den Männern diskutieren und austauschen können. Ich hatte immer ein offenes Ohr gefunden, das meine Befürchtungen vernahm und mir dann im Zuge eines aufmunternden Gespräches Mut zu flüstern konnte. Dieser Mensch aber, der hier alleine war und jämmerlich um Hilfe schrie, hatte dieses Glück nicht gehabt. Und so schloss ich zu Roxton auf, um mit ihm gemeinsam die Pforte zu öffnen, die unter einem von einer Rosenhecke überspannten Rundbogen lag. Der mit Kies ausgelegte, in verspielten Windungen zur Tür des Hauses führende Weg war gesäumt von Beeten, in denen Blumen wuchsen. Deren Farbe und Aussehen mir gar nicht bewusst wurden. Ich nahm nur wahr, dass dort Blumen aus der Erde wuchsen und dass sie in einem vom Unkraut befreiten Erdreich standen. Die Tür war zu unserer aller Erleichterung nicht verschlossen, und so eilten wir durch den engen Hausflur zu einer in den ersten Stock führenden Treppe und nahmen sie immer zwei Stufen auf einmal zu dem penibel aufgeräumten Wohnbereich. Wieder hallte uns die Stimme entgegen. Und Roxton rief: „Hilfe ist nah!" und stieß dann eine nur angelehnte Tür auf, die in ein Schlafzimmer führte, das ein Himmelbett beherbergte. Die kleine, dem Bett gegenüberstehende Kommode war von feinster Handwerksarbeit und geschmückt mit einer kleinen Spitzendecke, auf der eine Vase stand, aus der eine Rose herausragte. In dem Schaukelstuhl, der dem Fenster gegenüberstand, saß eine Frau, deren zitternde Stimme wieder erklang als habe sie gar nicht bemerkt, dass wir zu ihr gekommen waren. Roxton ging nach ihren Händen greifend neben ihr in die Knie und flüsterte ihr zu Hilfe ist da, Gnädigste. Hilfe ist da. Erst als Challenger eintrat und erneut sein Auge fürs Detail bewies, schien die Alte, am ganzen Leib zitternd, zu bemerken, dass sie nicht mehr alleine war. Plötzlich griff sie nach Roxtons Hand, wimmerte, dass niemand sie gehört habe, und dass sie glaubte, ganz alleine auf der Welt zu sein. Sind sie nicht, versicherte ihr Roxton und kümmerte sich nicht um Challenger, der mit dem ausgestreckten Finger auf einen Sauerstoffbehälter zeigte, der unter dem Schaukelstuhl der Alten angebracht worden war. Von diesem Behälter wiederum lief ein kleiner, durchsichtiger Schlauch zu ihrer Nase. Sie muss an einer Lungendysfunktion leiden, weshalb man ihr kontinuierlich Sauerstoff verordnet hat, erklärte er und lachte dann schallend, als hätte er gerade den Witz des Jahrhunderts gehört. »Deshalb hat sie die toxischen Gase überlebt. Himmel ein Hoch auf unserer Medizin!« »Was für ein Leben soll sie denn jetzt führen?« nahm Samali wieder den Gegenpart ein und ließ mich aus der Unterhaltung aussteigen. Denn das Für und Wider zu diskutieren, dass die Menschen, die das Eintauchen in das atmosphärische Gift überlebt hatten, interessierte mich nicht. Für mich war es nur wichtig, dass es noch Menschen gab, die lebten, die es geschafft hatten, der Ausrottung zu entgehen. Ich fragte Roxton nun, Und, was meinen Sie? Hat sie noch eine Chance? Sie ist verwirrt, erklärte der Lord mir, während er noch immer die Hand der Alten hielt. Sie ist für meine Worte offenbar nicht empfänglich. Warum? Sie redet ununterbrochen davon, dass sie ihr Geld bei einem Banker namens Burke angelegt hat und dass sie dadurch das Haus finanziert und auf die Dividende angewiesen ist, die die Börse ihr garantiert hat. Haben Sie ihr gesagt, dass es egal ist, ob sie jetzt noch Geld an der Börse verdient oder nicht? Es gibt schließlich keine Börse mehr. Wie gesagt, sie ist für meine Worte nicht empfänglich. Sie ignoriert mich einfach. Die arme Frau, meinte ich während ich sie betrachtete und ihr Wimmern und Klagen kaum verstehen konnte, was daher rührte, dass sie ihre Zähne verloren hatte und Roxton ihr das Gebiss noch nicht in den Mund geschoben hatte. Warum sollte er auch? Was hatte die Alte denn noch zu verlieren? Als ich das haltlose Gestammel der Alten schließlich verstand und sie ebenfalls nicht überzeugen konnte, dass es sinnlos war, über etwas zu klagen, das verloren gegangen war, schaute ich schließlich zu Challenger und fragte ihn, was wollen wir jetzt mit ihr machen? Wenn wir aus London zurückkehren, sollten wir sie mitnehmen und uns um sie kümmern. Ich vermute, dass sie niemanden mehr hat, der lebt und sie fortan versorgen kann. Haben Sie gehört? fragte Roxton. Wir kommen bald wieder, um sie abzuholen. Bitte sagen Sie Burker, dass er sich bei mir melden soll. Roxton seufzte und sagte zwar, das werden wir, schüttelte dabei aber den Kopf und erhob sich von seinem Platz. »Sie kommen wieder?«, fragte die Alte plötzlich und ließ uns alle einstimmig, wenn auch bedrückt, nicken. »Das werden wir versprochen,« flüsterte Roxton, klopfte mir mit der Hand auf die Schulter und setzte sich dann in gedrückter Stimmung in Bewegung, um hinunter zum Wagen zu gelangen. Wir folgten ihm schweigend. Jeder war sich bewusst darüber, dass unsere erhofften Wünsche nicht in Erfüllung gehen würden. Wir waren so gut wie alleine auf der Welt. 17. Kapitel Hatte mich die Fahrt über das Land schon betrübt, so schockte mich der Anblick, der sich uns in London bot, regelrecht. Hier waren es nicht nur vereinzelte Gruppen von Menschen, die in sich zusammengesunken auf der Erde lagen. Nein, hier waren es Massen an Männern, Frauen und Kindern, die leblos dalagen und teilweise wie anklagend, mit weit aufgerissenen Augen in Richtung Himmel starrten. Es fiel mir schwer, den Wagen an den Menschen vorbeizulenken. Schließlich, als ich beinahe über eine Leiche hinweggefahren wäre, bremste ich den Wagen ab und meinte, Ich kann nicht weiterfahren, ich will die Menschen in ihrer letzten Ruhe nicht auch noch entstellen. Sie sind ein gescheiter Mann, ließ Challenger verlauten und nickte mir durch den Rückspiegel zu. Auch wenn ich Ihnen aus rein wissenschaftlicher Sicht sagen muss, dass es Ihnen eigentlich egal sein kann, ob sie über die Leichen fahren oder nicht. Die Menschen stört es nicht mehr. Aber was, wenn Ihre Theorie doch stimmt und es ein Leben nach dem Tode gibt? Was ist dann mit den Körpern? Sind sie nur eine Hülle? Ich will mich bestimmt nicht festlegen. Steigen wir aus, murmelte Roxton mit bedrückter Stimmung und war der Erste, der außerhalb des Wagens stand und seinen Blick über das still daliegende London schweifen ließ. Niemals im Leben hätte ich gedacht, dass London so leise sein konnte. Kein Leben pulsierte, keine Stimmen waren zu hören, keine Fahrzeuge auszumachen, die einen skrupellos umzufahren drohten. Gar nichts war zu sehen. Die Beklemmung, die mich erfasste, ließ mich leise würgen, und hinauf zum Big Ben Schauen, der in seinem Standbild gefangen unausweichlich die Zeit anzeigte. Es schlug gerade, als mich der Würgereiz heimsuchte, zwölfmal und halte uns deutlich und schallend entgegen. Challenger, der hinaufschaute zu dem alten Taktgeber, nickte uns zu und sagte: Wir müssen los, unser Ziel ist noch einige Schritte von uns entfernt. Also Männer, die Füße in die Hand und losgegangen. Ich war überrascht, dass das ganze Stadtbild noch nicht im Chaos versunken war. Natürlich war der ein oder andere Wagen gegen einen Laternenpfahl gefahren, hatte einen Hydranten aus der Erde gerissen oder war gegen eine Mauer geprallt. Aber wirklich schwere Schäden, die zu weiteren Katastrophen führen konnten, waren nicht eingetreten. Selbst der Bahnhof, an dem wir vorbeikamen, um zum Fernmeldeamt zu gelangen, hatte kaum Schaden genommen. Die Lokomotive war zwar gegen die mit Pollern bestückte Grenze gefahren, dabei aber nicht umgekippt. Auch die Waggons standen noch, und wir konnten im Inneren die an die Fenster gelehnten Menschen erkennen, die auf einer Reise irgendwohin ihr Leben ausgehaucht hatten. Sie wirkten wie Schlafende, die kurz davor waren, wieder aufzuwachen. An einem Fenster, das zur Hälfte geöffnet war und über dessen Rand der Oberkörper einer Frau hing, blieb ich stehen. Ich weiß nicht warum, aber als ich die Frau dort hängen sah, kam es mir so vor, als wäre sie entwürdigt worden, noch im Tode. Deshalb griff ich sanft nach ihrem Kopf, schob sie über den Rand hinweg und sah mit einer inneren Genugtuung, wie sie auf die weichen Polster ihres Abteils zurücksank. Dort kam sie zum Liegen, den Kopf von der blonden Flut ihrer Locken eingerahmt, aussehend wie ein in den Schlaf gesunkener Engel. Roxton, der bemerkt hatte, dass ich der stur gerade ausgehenden Gruppe abhanden gekommen war, blieb stehen und fragte mich rufend: Haben Sie jemanden entdeckt, den es zu retten gilt? Jemanden, der seiner Würde nicht beraubt werden soll, sagte ich erstickt und schloss zu meinem Freund auf. Dieser nickte mir zu und flüsterte: Wir sollten heute Abschied von Landen nehmen, alles an uns nehmen, was möglich ist. Um unser restliches Leben so angenehm wie möglich zu gestalten. Ich möchte nicht wissen, wie schnell sich Krankheiten und Seuchen hier ausbreiten werden. Wir werden schließlich nicht jedem Londoner ein Grab schaufeln können. Nein, das können wir nicht, sagte ich tonlos und bemerkte, dass Challenger und Summerlee schon wieder darüber stritten, wie sie jetzt am besten vorgehen sollten, um herauszufinden, ob es noch andere Menschen geschafft hatten, die Katastrophe, die die Erde ereilt hatte, zu überleben. Jetzt, wo wir durch das stille London schritten und in einen Bereich kamen, wo die Menschen dem Puls der Stadt gefolgt waren, kam es mir so vor, als hätten wir alle einen Irrtum bestritten, den wir Leben nannten. Wir hatten unsere Zeit mit Dingen verschwendet, die uns gar nichts nützten, hatten uns mit Mammon umgeben, der uns im Tode nichts brachte. Dort auf der Straße ein einsamer Schuhputzer und ein reicher Banker, beide im Tode vereint, in ihrer Haltung so ähnlich, dass man sie, würde man sie entkleiden, gar nicht mehr voneinander unterscheiden könnte. Wir gingen an ihnen vorbei und zuckten zusammen, als wir allesamt der Meinung waren, etwas Lebendiges zu hören. Poch, 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 machte es wieder und wieder, in einem Rhythmus, der einem Herzschlag glich. Horcht, sagte Roxton, der unbewusst die Führung übernommen hatte, den Körper immer gespannt, dazu übergegangen, sich in einer für uns möglicherweise gefährlichen Welt seiner Erfahrung bedienen zu können. Also blieben wir stehen und lauschten wieder in die Stille. Poch, poch, poch. Wieder und wieder. Jemand, der um Hilfe bittet? fragte ich hoffnungsvoll und folgte meinem Freund, der die Richtung ausgemacht hatte, aus der das Geräusch zu uns drang. Klingt fast so. Ich hatte mich. Ehrlich gesagt ein wenig darüber geärgert, dass Roxton meine hoffnungsvolle Frage so kühl und abweisend beantwortet hatte, dass er sich eher auf das verlassen wollte, was ihm seine Augen offenbarten, als auf das, was sein Herz ihm zuflüsterte. Denn ich betete innerlich, dass wir einen Menschen fanden, der mehr bei Verstand war als die alte Dame aus dem Vorort. In dem Moment aber, als es uns entgegenwehte, das metallisch klingende Poch, 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 ahnte ich, warum Roxton seiner Hoffnung keinerlei Ausdruck verliehen hatte. Kein Mensch verursachte das Geräusch, sondern ein Metallrohr, das an einer Seilwinde befestigt war und von dem sanft durch die Straßen von London wehenden Wind sachte gegen einen Laternenpfahl geschlagen wurde. Poch, poch, poch. Kein Jubel der Aufklang, keine Freude, die wir empfinden konnten, einen weiteren Menschen lebend aus dem Chaos helfen zu können, nur die Überbleibsel menschlicher Zivilisation, die all unser Tun und Handeln mit Hohn und Spott überzogen. Ich glaube langsam beinahe, dass es keinen Menschen mehr gibt, der uns lebend begegnen wird, flüsterte Roxton und seufzte, als er auf die beiden voreilenden Professoren zeigte. Sie werden keinen Erfolg haben. Wir hatten einfach unbeschreibliches Glück, dass wir mit Professor Challenger befreundet sind dass er als einziger Mann herausgefunden hatte, was uns erwartete. Ich möchte mich an diesen Gedanken aber nicht gewöhnen, gab ich niedergeschlagen zu, denn er lässt mich verzweifeln. Vielleicht irre ich mich ja auch mit meiner negativen Prophezeiung, und eine andere Stadt hatte ebenfalls einen schlauen Kopf, der noch mehr Menschen retten konnte, was ich begrüßen würde. Was ich mir wünsche, flüsterte Roxton. Und schloss dann wieder zu den beiden Professoren auf, die wie vom Donner gerührt vor dem Fernmeldeamt stehen blieben und sich dann, als müssten sie sich selber Mut machen, einen Ruck gaben, um ins Innere des Gebäudes zu gehen. 18. Kapitel. Ich glaube, wir können schneller auf uns aufmerksam machen, sagte ich, mit dem Finger aus dem Fenster zeigend, als sich die Professoren vorstellen können. Roxton, der von der Technik, die uns in dem Fernmeldeamt erwartete, ebenso wenig Ahnung hatte wie ich, schaute an meinem ausgestreckten Finger entlang zu dem aus dem Wirrwarr der Straßen und engen Gassen Londons emporsteigenden Kirchturm. Sie meinen, ja, bestätigte ich, wenn wir die Kirchenglocke läuten, werden die Überlebenden auf uns aufmerksam und automatisch dem Klang der Glocke folgen, und so haben wir Gewissheit, ob noch jemand in London überlebt hat oder nicht. Eine wirklich ausgezeichnete Idee, meinte Roxton und ging anschließend zu den beiden miteinander streitenden Professoren und erzählte ihnen, auf was für eine Idee ich gekommen war. Challenger, der gleich daraufhin nickte, kam in die Hände klatschend zu mir und rief Eine ausgezeichnete Idee, mein Junge. Dann sollten wir keine Zeit verlieren, sagte ich hastig, von neuer Energie erfüllt und von der Hoffnung getragen, doch noch einer anderen Menschenseele zu begegnen. Also eilten Roxton und ich durch die von Leichen übersäten Straßen. Wir wichen zahlreichen Hindernissen aus und mussten, als wir uns der Kirche näherten, feststellen, dass in einigen Teilen von London ein Feuer angefangen hatte zu glimmen. Erst war es uns gar nicht bewusst gewesen, aber als wir die Kirche erreichten, durch das Schiff hindurch zum Glockenturm rannten und ihn emporgestiegen waren, sahen wir die in der Ferne aufsteigenden schwarzen Rauchwolken. Sie quollen dem Himmel entgegen, verdunkelten das Firmament und ließen mich ahnen, in was für einem Chaos die Stadt gerade zu versinken drohte. Aber eben genau wegen dieser Eile, die jetzt geboten war, mussten wir die Glocke läuten und darauf hoffen, dass unser Ruf so schnell wie möglich gehört und ihm gefolgt wurde. Deshalb trieb ich Roxon zur Eile an. Indem ich auf das erste Seil zeigte, das von der Querstange hinabragte, an der die eiserne, mannshohe Glocke befestigt war. So fest wie möglich ziehen! Das hatte ich vor! rief Roxton und hing sich sofort an das Seil, nachdem er Eins, zwei, drei gerufen hatte und bei drei mit aller Kraft zog. Der dumpfe, vibrierende Ton, der seinen ganzen Schwung erst entfaltete, als Roxton das Seil wieder losgelassen hatte, wehte durch die Straßen von Landen. Er hallte und verlor sich erst nach wenigen Sekunden vollkommen und ließ mich gelöst hinaus in die Stadt schauen. Das musste einfach gehört worden sein. Als ich die Schritte im Kirchenschiff vernahm, dachte ich, dass wir bereits Menschen herbeigerufen hatten, aber als ich die Stimmen von Challenger und Summerlee hörte, verflog meine Hoffnung wieder. Eine wirklich gute Idee meinte Challenger nickend, als er uns erreicht hatte. Sein Blick war, genau wie meiner, in die Ferne gerichtet. Ab und zu sagte er, Eine wirklich gute Idee, und schien dann wieder in seinen Gedanken zu versinken. Aber nichts geschah. Rein gar nichts. Meine Enttäuschung entlud sich mit einem Tritt gegen die Mauer des Glockenturms und einem Fluch, den ich jetzt nicht wiedergeben werde. Wir müssen mehr Geduld haben, meinte Roxton, der es gewohnt war, auf der Lauer zu liegen, den richtigen Zeitpunkt abzuwarten und dann zuzuschlagen, wenn die Gelegenheit am günstigsten war. Aber meine Sache war dies nicht. Ich wollte und musste stets schnelle Ergebnisse erzielen, was vielleicht auch meinem Beruf geschuldet war. Aber hier oben zu stehen und darauf zu warten, dass sich irgendetwas ereignete, konnte und wollte ich einfach nicht ertragen. Deshalb wandte ich mich noch einmal dem Seil zu, hängte mich daran und ließ den ohrenbetäubenden Klang der Glocke wieder und wieder ertönen. Erst als mir selber die Ohren klingelten, meine Gefährten sich mit schmerzverzerrten Gesichtern zu mir umdrehten und mir zuschrien, ich solle endlich aufhören, an dem Seil zu ziehen, ließ ich es los. Erschöpft, schwer atmend, stand ich vor ihnen und keuchte. Es kommt keiner. Warum verdammt noch mal kommt denn keiner? Weil alle tot sind, flüsterte Roxen neben mir stehend und traute sich nicht mehr ins Gesicht zu blicken. Alle sind tot, flüsterte ich, die Augen voller Tränen. Alle verloren. Ich brach in Tränen aus und wollte es einfach nicht glauben. 19. Kapitel Auferstehung Nun, als ich so niedergeschlagen war und sich meine Sinne auf gar nichts anderes mehr konzentrieren konnten, als auf die sich vor uns ausbreitende Leere der tot vor uns liegenden Stadt, konnte ich mir nicht im geringsten vorstellen, irgendetwas würde sich noch einmal ändern. Alles würde genau so bleiben, wie es jetzt war. Und wir waren dazu verdammt, für immer in der unangenehmen Stille zu leben. Die uns auch jetzt, wo die Glockenschläge verhallt waren, begleitete. Ich wusste, dass alles Leben, alles, was mir einmal lieb und teuer gewesen war, für immer verstummt war. Unsere Generation, die immer dem Leben zugewandt gewesen war, die sich ihr Heil im Spaß suchte, ihre Sinne gerne mal von dem einen oder anderen Schluck Alkohol trüben ließ, hatte nun auf einmal eine Chance, wie sie keine vor oder nach uns gehabt hatte. Ich schreibe das nicht, weil ich wie Challenger an die Reinheit des Menschen glaube, an die Auferstehung der Chancengleichheit oder den unbeugsamen Willen eines jeden Individuums, nun für immer in Friede und Einklang zu leben. Allein der Gedanke daran, dass wir unseren Egoismus abwerfen könnten, um ein Königreich der Harmonie zu gründen, war so absurd und lächerlich, dass ich ihn ohne mich dafür zu schämen ins Reich der Fantasie und Fabeln schieben konnte. Denn betrachtete man nur eine kleine Dorfgemeinschaft, wo sagen wir einmal 20 Leute lebten, so fiel einem auf, dass man zwar miteinander, aber nicht füreinander lebte. Es gab immer jemanden, der versuchte, sich über die anderen zu stellen. Jemanden, der meinte, dass die Gerechtigkeit darin bestand, dass er ein wenig mehr als die anderen bekommen musste, weil er seiner Meinung nach mehr getan hatte als die anderen. Was ich zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht wusste, war, dass wir uns an einem Scheideweg unserer Gesellschaft befanden. Es hatte sich angedeutet. Nur konnten wir zu dem jetzigen Zeitpunkt, als wir auf dem Glockenturm standen und hinunter in das sich langsam mit Rauchschwaden füllende London blickten, nicht ahnen, wohin unsere Reise einmal gehen würde. So war es schließlich Roxton, der mich, schluchzend und innerlich aufgewühlt, am Arm nahm und mit sanfter Gewalt von der Aussicht losriß. Lassen Sie uns zurück zum Auto gehen, meinte er zu mir und ließ mir keine Chance weiter in meinem Selbstmitleid zu versinken. Ich schaute ihn zwar an, betrachtete ihn mit einem steinernen und leeren Blick, konnte aber nichts weiter sagen. Ich war leer, so leer und ausgepumpt wie noch nie zuvor in meinem Leben. Die letzten 48 Stunden hatten für mich alles bereitgehalten, was ein Mensch von der Geburt bis zu seinem Tode erleben musste. Ich hatte ein Wechselbarter Gefühle erleben müssen, das mich von tiefen Depressionen bis hin zu nach den Sternen greifenden Empfindungen getrieben hatte. Und jetzt? Was wartete denn jetzt noch auf mich? Gar nichts, da war ich mir sicher. Und doch, das muss ich schon sagen, waren wir doch nicht so verloren, wie ich es zu diesem Zeitpunkt angenommen hatte. Denn wir, diese Generation von Menschen, sollten etwas erleben, es aufschreiben und davon lernen, wie es keine andere Epoche vor uns erlebt hatte. Niedergeworfen vom Tod standen wir am Abgrund unserer Zivilisation und meinten in ein undurchdringliches Schwarz zu blicken, das uns niemals wieder den Hauch einer Freude schenken würde. Was war ich nur für ein Narr gewesen, als ich das annahm. Was war ich für ein schlecht gelaunter, zu Boden gegangener Boxer, der sich von seinen Freunden nicht wieder aufhelfen lassen wollte. Dabei hätte ich doch nur einmal an mein Herz, anstatt an meinen Verstand glauben müssen. Denn denke ich jetzt, als ich diese Zeilen schreibe, daran zurück, wie ich meinen Arm aus Roxtons Hand riss, so komme ich mir wie der größte Tölpel vor den es jemals auf Erden gegeben hatte. Er hatte doch nichts anderes gewollt, als mich aufzumuntern, an meiner Seite zu stehen, um mir ein wenig verloren gegangene Hoffnung zurückzugeben. Und was tat ich? Ich knurrte ihn an wie ein in die Ecke getriebener Hund, der sich am liebsten hier und jetzt auf die Leute geworfen hätte, die ihm doch nur Gutes wollten. So aber war mein Gemüt und meine Verfassung zu dieser Zeit. Ich musste mich einfach an die Brüstung lehnen, meinen Blick über London schweifen lassen und damit hadern, dass innerhalb von 24 Stunden das Leben komplett von der Erde getilgt worden war. Deshalb schnaufte ich. Komm wieder, verhasste Giftwolke! Komm wieder und hole uns alle! Wir sollten heimfahren, sagte Roxton, der meine Worte gehört hatte und zusammengezuckt war, als er sie vernommen hatte. Dann aber, als er seinen Schrecken und meine Todessehnsucht versucht hatte zu verstehen, stellte er sich neben mich und flüsterte Unsere Zeit ist noch nicht gekommen, mein Freund. Sie wartet auf uns, aber hier wird sie uns nicht treffen. Wir haben noch etwas zu erleben, da bin ich mir sicher. Und was soll das sein? wollte ich mit bitterem Zorn in der Stimme wissen. Dass wir lernen, Felder anzulegen, dass wir Feuer machen können mit zwei Stöckchen, oder dass wir doch noch auf eine versprengte Gruppe Menschen treffen werden, die sich uns nur deshalb anschließen, weil sie Angst haben, alleine untergehen zu müssen? Sie sind düster, warf mir Roxton vor. Ich sehe endlich klar, hielt ich ihm entgegen und schnaufte, als ich bemerkte, dass er den Kopf schüttelte, weshalb ich ihn fragte. Sind Sie nicht meiner Meinung? Sie sagten gestern zu mir, Sie hätten Angst gehabt, dass ich mein Gewissen bei Ihnen erleichtern möchte. Jetzt sage ich Ihnen, gerade deshalb, weil ich die Dinge zu nehmen weiß, wie sie gelaufen sind, dass ich keinerlei Probleme mit der momentanen Situation, in der wir uns befinden, habe. Und ich bin mir sicher, dass wir uns aus der Sache befreien werden und wir alle etwas dadurch gewinnen werden. Und was? Erst einmal die Freude darüber, dass wir eine Chance bekommen haben, die Millionen nicht hatten, meinte er, mit der Hand über London hinweg zeigend, alle Menschen einschließend, die nun leblos und tot am Boden lagen. Und was die Zukunft uns bringen wird, es wird sich zeigen. Was aber am wichtigsten ist, ist, dass wir nun hier stehen und die Möglichkeit haben, unserem Schicksal eine ganz neue Wendung zu geben. Das darf man nicht vergessen, niemals. Ich schluckte, als ich die Worte meines Freundes hörte, und ich seufzte, als mir bewusst wurde, was er damit zu sagen versuchte. Deshalb ballte ich meine Hand zur Faust, nicht weil ich glaubte, sie Roxton entgegenschleudern zu müssen, sondern weil ich ahnte, dass er Recht hatte. Trübsalblasen war das schlechteste aller Ratgeber. Man musste immer versuchen, sich an dem zu erfreuen, was man hatte, auch wenn es nur Leichen und Tote um einen herum waren die einem aber dennoch dahin treiben konnten zu sagen, ich lebe, ja, ich lebe, und ich werde für euch das tun, was ihr für mich getan hättet, wenn ihr an meiner Stelle gewesen wäret. Deshalb flüsterte ich ein, es tut mir leid, und erntete daraufhin einen Schulterklopfer meines Freundes. Wir werden die Situation meistern, da bin ich mir sicher. Ich werde mir sicher sein, sobald ich mich an das neue Leben gewöhnt habe, das jetzt vor mir liegt, versprach ich und schenkte meinem Freund ein kurzes, freundliches Lächeln und begleitete ihn dann hinunter in die Kirche, um mit ihm gemeinsam in den Sonnenschein zu treten, der sich wärmend auf unsere Gesichter legte. 20. Kapitel Wie ich anfangs mit folgenden Worten geschrieben habe, Jetzt, wo meine Erinnerungen noch frisch und allgegenwärtig sind, will ich erzählen, was für ein sonderbares Abenteuer ich erlebt habe. Ein Abenteuer, dessen Tragweite und dessen Ausmaß mir noch immer nicht begreiflich sind. Ich gebe zu, dass mir noch immer der Kopf schwirrt und dass ich die Ereignisse noch nicht wirklich in Reih und Glied gebracht habe, wie es sich für einen guten und gewissenhaften Journalisten gehört, besonders für einen, der für die Daily Gazette schreibt und das, ohne mir selber schmeicheln zu wollen, Meisterhaft versteht, den Menschen Tag für Tag die Ereignisse unserer Welt nahe zu bringen. Diese Aussage hat auch jetzt noch Bestand. Mehr denn je sogar. Denn ich komme nun dazu, etwas zu erzählen, was mich selber noch immer ganz fassungslos und wie vor den Kopf geschlagen an meiner Schreibmaschine sitzen lässt. Waren es eben noch die Worte der Faszination, der Trauer, des Hoffens und des Bangens, die aus mir herausgeflossen waren? So sind es jetzt Worte der aufrichtigen Freude, wie ich sie noch nie zuvor in meinem Leben gespürt habe. Sie müssen verstehen, in was für einem Chaos der Gefühle ich lebte, als ich in das Sonnenlicht hinaustrat und die Hand heben musste, um nicht geblendet zu werden. Das, was mir durch den Kopf ging, während wir wieder über die Heerscharen der Toten hinwegstiegen und uns unseren Weg zurück zum Wagen erkämpften, will ich nicht noch einmal beschreiben müssen. Es sei nur so viel gesagt, Roxtons Worte hatten in mir einen Prozess des Denkens in Gang gesetzt, der mir jetzt, als ich in voller Freude auf die Ereignisse schaue, die uns in wenigen Stunden heimsuchen sollten, lächerlicher denn je erscheinen. Der Vollständigkeit halber will ich sie aber dennoch kurz skizzieren und niederschreiben. Natürlich hatte ich angefangen, mich mit meiner momentanen Situation auseinanderzusetzen. Und ich habe wirklich versucht, all dem, was uns jetzt noch erwarten sollte, so düster es auch sein würde, etwas Positives abzugewinnen. Aber den grenzenlosen Optimismus meines abenteuer erfahrenen Freundes konnte ich beim besten Willen nicht aufbringen. Es kam mir eher so vor, als würde sich das lange Warten auf eine Besserung unseres Zustandes mein sowieso schon im Sturzflug befindliches Gemüt nur noch mehr zerrütten und auffüllen. Und so war ich es dann, der sich missmutig und übellaunig hinter das Lenkrad des Wagens setzte, nachdem wir unseren unendlich langen Weg durch die Gassen Londons zurückgelegt hatten. Ich hatte die Gelegenheit genutzt, mir deutlich zu machen, was denn jetzt für Aufgaben auf mich warten würden und welchen Nutzen ich daraus ziehen könnte. Denn wenn Roxtons Worte eines bei mir in Gang gesetzt hatten, dann, dass ich nicht für immer in dem Haus der Challengers leben wollte, wenn die Welt auch in Trümmern lag, dann wollte ich sie doch wenigstens dort aufbauen, wo ich es für richtig hielt. Und war das nicht auch ein gewisser Optimismus, dessen ich mich bediente? Dass ich mich damit auseinanderzusetzen begann, mir eine Welt zu erschaffen, wie sie mir gefiel? Auch wenn es bedeutete, dass ich alleine meines Weges ziehen sollte? Ich fand, dass es genau dieser Gedanke war, den ich gebraucht hatte, um mich aus der engen Beklemmung meines Herzens zu befreien, um ein wenig mehr Zukunftsmut zu besitzen. Was waren diese Gedanken im Nachhinein nicht lächerlich? Ich sitze hier, lese diese Zeilen und kann mir ein Schmunzeln nicht verkneifen. Das Schmunzeln eines erleichterten und zufriedenen Mannes. Als wir den Wagen schließlich erreichten, wusste ich ja nichts von den sich verändernden Verhältnissen, die uns alle erwarteten weshalb ich auch unwirsch den Wagen zurücksetzte, aber immer noch darauf achtend, keine der um uns herumliegenden Leichen zu berühren, und fuhr dann, das Gaspedal niederdrückend, aus London heraus, in das im sonnenlicht daliegende Umland. Und wie bei unserer Fahrt nach London, befiel mich auch jetzt wieder der Kummer und die Verzweiflung, besonders in dem Moment, als wir in den Ort einfuhren, in dem wir die alte Dame gefunden hatten. Wir müssen zu ihr, beharrte Roxton und bat mich, den Wagen anzuhalten und ihn aussteigen zu lassen. Soll ich dir tragen helfen? fragte ich, wenig Lust verspürend, eine verwirrte alte Dame bei uns aufzunehmen. Es wäre mir eine Freude, sagte Roxton. Dann ist es auch meine, log ich und schämte mich ein wenig dafür, dass ich so missmutig darüber dachte, einem in Not geratenen Menschen zu helfen. Nun gut, mir selber kann ich halten, dass ich ja trotzdem ausstieg, um der Dame zu Hilfe zu eilen. Diese aber war, zu unserer Verwunderung, gar nicht mehr an ihrem Platz. Als wir das offenstehende Haus betraten und hinauf zu ihr stiegen, fanden wir sie dort nicht mehr vor. Zwar stand ihr Schaukelstuhl noch vor dem offenen Fenster, aber weder ihr Sauerstoffbehälter noch die Decke, mit der sie sich zugedeckt hatte, waren noch da. Wo kann sie denn hin sein? wollte ich verwundert wissen, mich umsehend, um irgendetwas von Bedeutung zu entdecken. Ich weiß es nicht, erwiderte Roxton, zuckte mit den Schultern und meinte dann, Sehen wir einmal im Garten nach, vielleicht finden wir sie ja dort. Gerne. Wir suchten nach ihr, allerdings ohne sie zu finden. Und was aus ihr geworden war, kann ich bis zum jetzigen Zeitpunkt leider nicht berichten. Dass es ihr aber gut geht, das hoffe ich doch fest, und verspreche hiermit in den nächsten Tagen noch einmal zu ihrem Haus zu fahren, um weitere Erkundigungen einzuholen. So aber waren wir zusehends verwirrter und berichteten unserer Entdeckung Challenger. Der nickte nur, strich sich mit der Hand durch den Bart und murmelte ein für mich nicht zu so begreifendes, habe ich mich vorhin also doch nicht geirrt? Was meinen Sie? Wollte Samali wissen, von seiner Neugier getrieben. Nichts, nichts, sagte Challenger, winkte ab und versank daraufhin gleich wieder in Gedanken, um auf unsere fragenden Blicke mit einem: Ich glaube, es wird sich demnächst alles klären, antwortete, das uns noch mehr verwunderte. Nun gut, ich will nicht länger berichten, wie wir die Landstraße entlang fuhren, Orte passierten und Menschen sahen. Auch das Liebespaar, das ich bei dem Bau zusammengesunken sah, sich in der Stunde ihres Todes anblickend, schien nicht mehr so da zu liegen, wie ich es in Erinnerung gehabt hatte. Sie hatten ihre Position verändert. Ich war mir sicher, dass der Mann sie angeschaut hatte, aber jetzt, als wir an ihnen vorbeifuhren, kam es mir so vor, als schaute er gen Himmel. Was aber auch daran liegen konnte, dass ich nur einen flüchtigen Blick auf die beiden hatte werfen können, weil wir doch in hoher Geschwindigkeit zurück zum Anwesen von Challenger fuhren. In den kleinen Waldweg einbiegend musste ich schließlich begreifen, dass sich wirklich alles zu verändern begann. Nicht nur, dass wir auf den Pferdekarren zufuhren, in dem der Herr mit der Melone in seine Notizen vertieft verstorben war, nein, es war so, als bewege auch er sich. Nicht, dass er vorwärts fuhr, das nicht, aber es schien so, als wäre der, der in der Kutsche saß, dabei, sich zu bewegen, was unmöglich war. Deshalb fuhr ich, um meine überreizten Sinne ein wenig zu beruhigen, ganz dicht an das Gefährt heran, um einen Blick in das Innere werfen zu können. Aber er lag noch dort, nur dass er jetzt auf der Seite ruhte und nicht mehr mit dem Kopf am Fenster wie schnell löst sich die Leichenstarre? fragte ich und war mir sicher zu wissen, dass sie 14 bzw. 18 Stunden nach dem Tode einzusetzen begann und dann gut zwei Tage anhalten konnte. Genau das bestätigte mir Challenger auch. Was hieß, die Leichen konnten sich gar nicht bewegen. Sie müssten noch immer ganz starr und unbeweglich sein. Trotzdem bewegten sie sich. Wegen dieser Beobachtung unruhig geworden, fuhr ich langsam die Anhöhe hinauf und warf dabei einen Blick auf den Golfplatz. Dort lagen sie noch immer, die Spieler, die vom Tod überrascht worden waren. Aber auch sie, wie es schien, hatten sich nicht an die Regularien des Todes gehalten. Einige hatten die Knie angezogen, andere angefangen, ihre Arme auszustrecken. Im Kopf plötzlich ein Szenario entstehend, das mit der Apokalypse einhergehen musste, besprang mich die Angst, dass die Toten zurück ins Reich der Lebenden kehren könnten. Jetzt lache ich natürlich darüber. Aber in dem Moment, als ich mir nicht mehr sicher sein konnte, was um mich herum geschah, hatte meine Fantasie den einen oder anderen Purzelbaum geschlagen und meinen Verstand an den Rand der Verzweiflung gebracht. Aber schließlich, als wir das Grundstück erreichten, war unsere Verwirrung schlagartig in Erleichterung gewandelt, denn auf dem Boden hockend, den Arm um die Schultern von Austin gelegt, empfing uns Mrs. Challenger mit den Worten: Er lebt, er lebt! Mein liebster Mann, hör doch nur! Austin lebt! 21. Kapitel Von der Wendung der Dinge überrascht sprangen wir allesamt aus den Wagen heraus und stürmten auf den Diener von Challenger zu, der sich die Hand am Kopf hielt und immer wieder gegen die hoch am Himmel stehende Sonne blinzelte. Das ist unmöglich, sagte der neben Austin in die Knie gegangene Challenger, als er nach dem Handgelenk seines Dieners gegriffen hatte, um dessen Puls zu kontrollieren. Für mich, der mit offenstehendem Mund zuschaute, wie Challenger von einem Augenblick zum anderen von der völligen Überraschung in den Modus des Wissenschaftlers wechselte, eine Art Eigenschutz, wie ich annahm, um der uns alle wie einen Keulenschlag getroffenen Veränderung irgendwie Herr werden zu können. Samali, der ähnlich strukturiert war wie Challenger, schaffte den Sprung ebenso schnell wie sein argster Konkurrent, während Roxton und ich einfach nur dastanden und uns nicht erklären konnten, was hier gerade vorgefallen war. Erst wollte ich gedanklich wieder an meine Theorie der auf die Erde zurückkehrenden Toten anknüpfen um mir dann aber selber zu sagen, wie albern und lächerlich diese Annahme doch war. Aber schließlich, als ich Challenger fragen hörte, Können Sie mich hören, Austin?, stieg auch in mir die Neugier empor und ließ mich einen Schritt auf den noch immer völlig benommen und verwirrt wirkenden Mann zugehen, den wir vor wenigen Stunden noch für tot gehalten hatten. Austin? Der Mann wandte langsam, unendlich langsam den Kopf, als müsse er sich selber dazu zwingen, sich in irgendeiner Art und Weise wieder bewegen zu können. Ich war der Erste, der daran dachte, zu fragen, hat er vielleicht Durst? Um daraufhin eine sich selbst als Narrin titulierende Mrs. Challenger zu hören, die rief Wie konnte ich das nur vergessen? Die Aufregung, sagte ich, und fügte dann leise und erleichtert klingend hinzu. Und die Erleichterung. Denn genau das empfanden wir alle. Hatten meine Freunde es in der ganzen Aufregung und den auf uns einstürzenden Eindrücken nicht zugeben wollen, so bin ich mir sicher, dass sie ebenso verzweifelt gewesen waren wie ich. Alleine die Tatsache, dass Summerlee und Challenger sich nur oberflächlich stritten, Roxton in sich gekehrt und leise geworden war, waren Beweis für mich, dass sie ebenso wie ich die neue Situation, in der wir steckten, nur schwer akzeptieren konnten. So schwer es uns Menschen auch fällt, uns in dem Kreislauf der Natur zu sehen, so waren wir doch nicht mehr und nicht weniger als Herdentiere, die sich verloren fühlten, wenn mehr und mehr aus ihrer Art dahinschieden. Und so war es auch mit der Freude. Sie war ansteckend. Deshalb lachte ich laut auf, als ich hörte, wie Mrs. Challenger sich selber als Närrin titulierte und sie dann davoneilen sah und sie im Haus verschwand. Austin hingegen, der arme Kerl war noch immer nicht klar bei Verstand und blinzelte hektisch, als er wahrnahm, dass wir um ihn herumstanden und begierig darauf warteten, dass er endlich etwas sagte. Doch das tat er nicht. Auch da nicht, als Challenger vor seinen Augen mit den Fingern schnippte und der Austin aufforderte, endlich zu reagieren, wie es einem Diener geziemt. Sie können ihn ja entlassen, sagte ich von Heiterkeit getrieben. Keinerlei Angst mehr davor, der Wut des Professors ausgesetzt zu sein. Der, erst nicht amüsiert darüber, was ich sagte, musste dann doch lachen, als er Summerly sagen hörte. Also, ich fand das jetzt ganz lustig. Ja, ich auch, meinte Challenger erfreut und nahm, als seine Frau aus dem Haus zurückgekommen war, den Becher Wasser in die Hand, hielt ihn Austin unter die Nase und sagte: Trinken Sie, alter Knabe. Austin aber reagierte immer noch nicht. Auch wenn ich es nicht genau beschreiben kann, so versuche ich es mit meinen bescheidenen Mitteln nun doch zu tun. Ich war der festen Überzeugung, als ich ihn dort so vor uns sitzen sah, dass sein Körper zwar wieder in unserer Welt weilte, sein Verstand aber noch immer umnebelt war von dem Gift, das er pausenlos in sich aufgenommen hatte, das aus dem Weltraum zu uns gekommen war. Und so brauchte sein Kopf natürlich, Während sein Körper sich wieder an die Umstände des Lebens gewöhnte, ein wenig länger. Das schien auch Challenger so zu sehen, da er plötzlich meinte: Wir müssen es hier mit einer Art Katalepsie zu tun haben, einem geistigen Starkrampf, der es einem funktionierenden Geist unmöglich macht, den Körper zu bewegen. Nur, dass er hier jetzt umgedreht ist. Austin kann sich bewegen, sein Kopf aber reagiert noch nicht. Das tat er erst später sehr viel später, um genau zu sein. Auch wenn er es dann mit einer Heftigkeit tat, die uns alle überraschte. Wir hatten uns schon wieder in das Innere des Hauses zurückgezogen, den armen Diener mitgenommen und ihn in einen Sessel gesetzt. Challenger und Summerley hatten gerade angefangen, über die Neurotransmitter zu diskutieren, um irgendwo hinter das Geheimnis zu kommen, das unseren bemitleidenswerten Bekannten noch immer in seinem Bann geschlagen hielt. Als sie nicht weiterkamen, regte sich Austin plötzlich, stand auf und vollführte eine Bewegung, der ich nichts abgewinnen konnte. Er machte mehrere kreisende Handbewegungen, bevor er seine Handlung einstellte, verwirrt in seine Hand schaute und erst dann zu bemerken schien, dass er gar nicht das tat, was er zu tun glaubte. Schließlich, als er ein wenig intelligentes äh? Ausgestoßen hatte, schüttelte er den Kopf, hob die Hand, betrachtete sie erneut, um sich dann bewusst zu werden, dass er gar nicht mehr draußen war. Sein Sir klang ebenso verwirrt wie sein Wir leben noch? Das tun wir, erwiderte Challenger und strahlte ihn an. Wir alle. Aber sagten Sie nicht... Das tat ich, und ich irrte mich offenbar. Himmel, Austin, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie glücklich ich über diesen Irrtum bin. Mit diesen Worten ging Challenger auf seinen Diener zu, streckte ihm die Hand entgegen und fragte ihn unverblümt Was haben Sie denn da gerade für eine merkwürdige Handbewegung gemacht, Junge? Es sah sehr seltsam aus. Hm, meinte Austin, betrachtete noch einmal seine Hand, um dann zu antworten. Ich dachte, ich müsse den Wagen weiter säubern, Sir. Ich wollte doch alles in tadellosem Zustand hinterlassen, damit mir niemand nachsagen konnte, ich hätte meine Arbeit nicht richtig gemacht. Sie wollten das Auto waschen? fragte ich. Nachdem Sie aus Ihrer Ohnmacht erwacht sind? War ich denn ohnmächtig? wollte Austin wissen, schüttelte den Kopf und sagte: Ich glaube nicht, Sir. Was haben Sie draußen gesehen? beharrte ich. Sie haben vor dem Wagen gelegen, tot, keinen Finger mehr rührend. Sie müssen sich irren, Mr. Malone, bestand Austin auf seine Argumente. Ich weiß, dass mir kurz schwindelig wurde und dass ich im nächsten Augenblick hier im Wohnzimmer der Herrschaften Challenger wieder zu mir kam. Weil wir Sie hereingetragen haben. Aber der Wagen, stammelte Austin verwirrt und schüttelte den Kopf. Ich wollte ihn doch waschen. Es scheint so, als hätten sie gar nicht mitbekommen, dass sie gut 24 Stunden ohnmächtig gewesen sind. Faszinierend. 22. Kapitel Seht doch mal da draußen! rief Roxton schließlich, der am Fenster gestanden hatte, die Hände hinter dem Rücken verschränkt, sich an dem Gespräch nicht beteiligend, das wir mit Austin führten. Wir eilten wie eine Meute neugieriger Schaulustiger allesamt zu dem großen Panoramafenster, das Mrs. Challenger in zwei Hälften geteilt hatte, indem sie eine halbhohe Gardine zwischen den Rahmen angebracht hatte. Und nun wie kleine Jungen, die durch das einzige im Zaun eingelassene Loch hinüber zu der Baustelle schauten, auf der Gewaltiges zu entstehen schien. So starrten wir allesamt aus dem Fenster hinüber auf den Golfplatz, wo, verrückt wie es auch war, die Menschen ihre Partie Golf weiterspielten. So als wäre nichts gewesen. Es war erschreckend und liebreizend zugleich. Erschreckend deshalb, weil keiner der dort unten spielenden Männer auch nur eine Sekunde damit verschwendete, sich zu wundern. Nein, sie schienen gar nicht bemerkt zu haben, dass ihr Verstand gelähmt gewesen war, dass sie um Atem gerungen hatten, dass sie auf die Seite gekippt waren und wie tot auf dem Grün liegen geblieben waren. Sie spielten einfach weiter. Als wäre nie etwas gewesen. Ich murmelte etwas, das Roxton zu der Antwort verleitete. Als würde ihr Körper die Position einnehmen, die er hatte, bevor sie von den toxischen Gasen aus dem Weltraum zu Boden gerungen worden waren. Ich nickte und erwiderte. Es ist einfach nicht zu beschreiben. Wir haben es hier mit einem ausgesprochen interessanten Phänomen der Auferstehung zu tun, erklärte Challenger was meine vorhin nur flüchtig aufgestellte Theorie der Katalepsie weiterhin verstärkt und mich zu der Annahme verleitet, dass die Gase zwar toxisch, aber nicht giftig gewirkt haben. Sie lähmen vielmehr den Verstand, was sich wiederum auf die Nervenbahnen ausgewirkt hat und diese sozusagen erstarren ließ. Wir sind hier Zeuge eines unheilvollen Vorganges geworden, der uns alle lehrt, das Leben nicht als gegeben, sondern als geschenkt zu betrachten. Was ist nur mit all denen geschehen, die auf offener See unterwegs waren, die in Zügen saßen oder mit einem Zeppelin in der Luft waren? Man mag es sich gar nicht ausmalen, flüsterte ich und war dann wieder so sehr Journalist, dass es mir im Nachhinein leid tat, dass ich es wagte zu sagen. Wir werden nun viel zu recherchieren und zu schreiben haben. Natürlich will ich nicht, dass es den Menschen etwas zustieß. Oder sie auf tragische Art und Weise ums Leben kam, aber so leid es mir auch tat und so schwer es mir jetzt auch fällt zu schreiben, gerade diese Katastrophe, die die Welt heimgesucht hatte, durfte nicht undokumentiert bleiben. Wir mussten einfach darüber schreiben. Und so komme ich dazu zu sagen, was ich vorhin schon kurz angerissen habe Unsere jetzige Generation hat wie keine andere vor ihr eine Chance bekommen, uns bewusst zu werden, wer wir sind, wohin wir wollen und wie es mit uns weitergehen soll. Denn die Gefahr, die aus dem Weltraum zu uns gekommen war, könnte jeden Augenblick wieder über uns hereinbrechen. Es galt sich zu schützen und zu lernen. Wir mussten uns erst unserer Sterblichkeit bewusst werden, um zu merken, wie schützenswert jeder einzelne von uns ist. 23. Kapitel Unsere Überraschung war aber noch lange nicht zu Ende, denn in dem Moment, als wir von draußen den lauten Jubel einiger Zuschauer des Golfspiels hörten, klopfte es plötzlich an der Tür. Mrs. Challenger, die den noch immer sichtlich mitgenommenen Austin umsorgt hatte, erhob sich von ihrem Platz und meinte, Ich gehe schon und kam kurz darauf wieder zurück. Sie fragte, Hast du einen kleinen Moment Zeit, liebster, um einmal an die Tür zu kommen, oder darf ich den jungen Herrn herein bitten? der wegen eines interviews gekommen ist ein interview fragte challenger in seiner aufbrausenden unbeherrschten art und kniff die augen zusammen jetzt er meinte er wäre wegen deines artikels in der times hier die times artikel challenger baute sich drohend vor seiner frau auf die sich von seinem gehabe allerdings ganz und gar nicht beeindrucken ließ sie nahm ihn nur bei der hand tätschelte sie und flüsterte ihm zu, Den du vor drei Tagen veröffentlicht hast, schon vergessen? Wie kann ich ihn vergessen haben, er ist... Oh, machte er, lachte dann donnernd und schallend und winkte seiner Frau zu, dass sie den jungen Mann hereinbitten sollte. Als sie den Raum verlassen hatte, lachte er noch immer und meinte, in meine Richtung sagend, Ich habe euch Journalisten doch mehr zugetraut, als ich es sollte. Dachte ich eben doch wirklich, dass der gute Mann dort draußen schon wegen der zurückliegenden 24 Stunden zu uns gekommen ist? Dabei wird er ebenso wie Austin glauben, der Tag sei noch gar nicht weitergegangen. Was wollen Sie mit dem jungen Kollegen denn besprechen? fragte ich beleidigt, mich plötzlich davor fürchtend, dass Challenger einem Konkurrenten die ganze Geschichte erzählen könnte, die eigentlich meine Story werden sollte. In der Wissenschaft braucht man, um einen Beweis anzutreten, immer die Bestätigung eines Dritten, dass die aufgestellte Theorie auch haltbar ist. Und der gute Mann ist nun mein Beweis, dass ich Recht habe damit, wenn ich sage, dass giftige Gase, die unseren Äther vergiftet haben, nicht mehr und nicht weniger als Nervengift waren, und nicht, wie fälschlich von mir angenommen, ein zum Töten auserlesenes Gift. Sie treten also von ihrer Theorie zurück, die den Untergang der Welt heraufbeschworen hat? fragte Samali Spitz. Bleibt mir denn etwas anderes übrig? Ich werde schließlich niemanden davon überzeugen können, dass er gestorben ist. Eins zu null für Challenger, würde ich sagen, erwiderte ich grinsend, um einen Bogen zum Fußballspiel schlagen zu können, mit dessen Schilderung ich meine Freunde auf der Hinfahrt so sehr gelangweilt hatte. Roxton verstand es sofort. Er schnaufte abwertend und lachte dann. Summerly hingegen schüttelte nur verächtlich den Kopf und zischte. »Für so ein Blödsinn habe ich nun wirklich keine Zeit, nicht eine Sekunde.« Mit diesen Worten trat der Mann, den ich von zwei Begegnungen erkannte, ins Zimmer. Seine Melone nervös zwischen den Fingern drehend, auf den Lippen ein unsicheres Lächeln, da er auch ohne weiteres von der aufbrausenden und handgreiflichen Art des Professors gehört haben musste. Deswegen klang seine Stimme auch ganz heiser, als er fragte. Dürfte ich ein wenig Ihrer Zeit in Anspruch nehmen, Professor Challenger? Natürlich, sagte er gönnerhaft, auf einen der leeren Sessel zeigend. Setzen Sie sich doch, Mister. Baxter, James Baxter. Dann setzen Sie sich. Für welche Zeitung schreiben Sie denn? New York Monitor, Sir. Die Anschrift Ihres eben genannten Blattes lassen Sie nach Ihren Fragen bitte hier, verlangte Challenger und ließ den jungen Mann einen verwirrten Blick zu dem Professor werfen, was Challenger dazu brachte zu sagen. Ich werde Protest einlegen und meinem Ärger Ausdruck verleihen müssen, weil ich von Ihnen in meinen privaten Räumen aufgesucht und bedrängt worden bin. So etwas mag ich überhaupt nicht. Aber, aber, rief Baxter daraufhin, die Hand abwehrend hebend. Ich will bestimmt keinen Ärger bekommen. Den haben Sie schon, donnerte Challenger nicht aus seiner Haut kommend, wenn es um Journalisten ging. »Liebling«, erboste sich nun auch seine Frau, die mit mahnend erhobenem Zeigefinger auf Challenger zuging und schnaufte. »Hast du denn aus der ganzen Sache gar nichts gelernt? Muss ich dir wirklich erklären, dass du nett zu den Menschen sein sollst, die die von dir herbeigeredete Katastrophe überlebt haben?« »Überlebt?« fragte Baxter verwirrt und schien dem ganzen Gespräch nicht mehr folgen zu können. Besonders dann, als Challenger plötzlich meinte, Sie werden von mir nichts zu hören bekommen, was Sie interessiert. Was wollen Sie damit sagen, dass Sie den Artikel in der Times gar nicht verfasst haben? Ha! rief Challenger und schaute triumphierend um sich. Sehen Sie, meine Theorie beginnt sich zu bewahrheiten. Er weiß gar nicht, was vorgefallen ist. Für ihn ist heute noch gestern. Baxter machte einen verwirrten Gesichtsausdruck zückte aber, wie es für einen guten Journalisten unabdinglich war, gleich seinen Bleistift und klappte den Notizblock auf. Er folgte einer inneren Eingebung vertrauend seinen Instinkten und merkte, dass er dabei war, einer Sensation entgegenzugehen. Was meinen Sie damit? fragte er und schaute jeden Einzelnen im Raum auffordernd an, dass es gar kein Gift mehr gibt, dass das Ende der Welt, so wie ich es angenommen habe, Gar nicht stattgefunden hat. Also gibt es von meiner Seite aus nichts weiter zu berichten, außer, dass wir uns alle glücklich schätzen sollten, noch am Leben zu sein. Aha, meinte Baxter. Das kann ich natürlich gerne schreiben. Challenger irrt sich und gibt es zu. Sie unterlassen diese verleumderischen Behauptungen gefälligst, schrie Challenger und sprang dem erschrocken zurückweichenden Baxter nur deshalb nicht an die Kehle, weil Summerlee und Roxton geistesgegenwärtig reagierten, und ihn gemeinsam in den Sessel zurückdrückten. Sie haben doch gerade selber gesagt, setzte Baxter an, sich zu verteidigen, und war ganz verunsichert, als er das Knurren und Geifern vernahm, das aus Challengers Mund drang und klang, als würde er einem hungrigen Wolf gegenüberstehen. Ich sage gar nichts mehr. Aber der in der Times erschienene Artikel, Sir, erwiderte Baxter ganz verwirrt. Den haben Sie doch vorgestern erst verfasst. Ha, rief Challenger wieder. Vor drei Tagen? Nein, nein, das stimmt nicht. Sehen Sie, ich habe mir das Datum extra aufgeschrieben, um meine Fragen auf genau dieses Datum beziehen zu können. Er hat die letzten Tage überhaupt nicht mitbekommen. Er glaubt es also wirklich. Und bestätigt es mir nun ein zweites Mal. Er glaubt heute sei gestern. Damit haben wir den Beweis dafür, dass das Gift alle, die ihm erlegen sind, nicht nur in eine Starre verfallen ließ, die dem Tode sehr ähnlich ist, sondern auch die Gehirnfunktionen komplett unterbunden hat. Dass sie alle wieder leben, antwortete Roxton und schüttelte den Kopf, den mehr und mehr verwirrten Journalisten einfach ignorierend, kann ich immer noch nicht fassen. Und das bei den starren und leblosen Augen, den weit aufgerissenen Mündern. Nein, es ist einfach nicht zu fassen. Sie sahen alle wie tot aus. Dann wandte er sich an Baxter. Auch Sie? Ich? Roxton nickte und fragte. Haben Sie denn gar nichts davon mitbekommen? Die Atemnot? Die Beklemmung in der Brust? Die eigentümliche Verwirrung, die Sie denken ließ? Was ist denn nur mit der Welt los? Nein, entgegnete Baxter, schüttelte den Kopf und schien gar nicht sagen zu können, was er überhaupt in den letzten Stunden empfunden, geschweige denn erlebt hatte. Er sah angestrengt aus, während er nachdachte und schüttelte anschließend den Kopf. Bevor ich eine Frage stellen konnte, erhob Baxter noch einmal die Stimme und meinte, Mir ist die Aggressivität der Londoner aufgefallen. Das ist es uns allen, bestätigte ich, und wollte gar nicht an die zurückliegenden Ereignisse denken, die uns so viel Kummer und Schmerz bereitet hatten. Es war schon verwunderlich, ja, aber ich muss sagen, dass auch ich bemerkt habe, dass ich reizbarer war. Mit meinem Kutscher zum Beispiel habe ich eine andauernde und immer hitziger werdende Diskussion darüber geführt, ob man dem Klepper mehr zu fressen geben sollte oder ob man ihm nur das füttern sollte, was er auch am Tag abgearbeitet hatte. Und dann? fragte Challenger. Nicht, dass er sich für die belanglose Information wirklich interessierte. Vielmehr, und das wusste ich, war für ihn von Wichtigkeit zu erfahren, wie das Gespräch weiterverlief. Baxter blinzelte. Zuckte mit den Schultern und sagte dann: Ich glaube, dass wir weiter gestritten haben. Nachdem Sie aufgewacht sind? Aufgewacht? fragte Baxter, der seinen Stift nur noch auf das Papier tippen ließ, anstatt die Antworten, die er bekam, niederzuschreiben. Bin ich aufgewacht? Ja, bestätigte Challenger. Und Sie haben auch Verwirrung gespürt, als Sie Ihr Gespräch weitergeführt haben. Das stimmt, ja. Das Toxin hat unser aller Verstand umnebelt und außer Gefecht gesetzt, rief er, schlug sich mit der Faust in die Handinnenfläche und drehte sich dann zu uns anderen herum. Damit haben wir den Beweis, den ich brauchte, um meine Theorie zu beweisen. Ha, was für ein Tag! sagte er und lächelte uns drei an, um dann seine Frau in den Arm zu nehmen, diese einmal um sich selbst zu drehen und ihr einen Kuss auf die Wange zu geben. Schließlich sagte er noch etwas, das mich verwirrte aber gleichzeitig auch ahnen ließ, dass Challenger doch das eine oder andere Geheimnis vor uns hatte, das er uns nicht offenbaren wollte. Und wir wissen, dass wir niemanden verloren haben. Alles wird sich wieder zum Guten wenden. 24. Kapitel Abschließend sei noch gesagt, dass Baxter nicht sonderlich viel in Erfahrung bringen konnte, außer die Erkenntnis, dass die Erde knapp an einer globalen Katastrophe vorbeigeschrammt war. Die Chancen, die wir jetzt haben und die wir unbedingt ergreifen müssen, hatte ich schon erwähnt. Und je länger ich meinen Bericht schreibe und mir darüber bewusst werde, was ich erlebt und empfunden habe, kann ich nur noch an die Menschen hier draußen in der Welt appellieren. Es wäre die reinste Verschwendung, wenn man so weitermachen würde, wie wir es getan haben. Und ich sage nicht, dass es jetzt die große politische Umwälzung geben sollte, was allerdings bestimmt nicht falsch wäre. Aber anfangen sollte man doch immer im Kleinen, und damit, dass man sich dessen bewusst wird, was man wirklich will und wohin man gehen muss. Ich hatte erst mit dem Gedanken gespielt, zurück nach London zu fahren, um der Redaktion einen Besuch abzustatten, nicht nur weil ich dort arbeitete, sondern auch weil ich in Erfahrung bringen musste, ob mein Redakteur das Ende der Welt unbeschadet überstanden hatte. Challenger aber meinte, als ich mich gerade angezogen hatte, dass ich gerne ein Telegramm nach London schreiben könnte, um mich nach meinen Freunden und Verwandten zu erkundigen. Eine gute Idee, hatte ich daraufhin gesagt, und war dann in den Ort geschlendert, begleitet von meinem amerikanischen Kollegen, der noch immer nicht begreifen wollte, dass er einen ganzen Tag verloren hatte. Ich konnte es ihm nicht erklären. Ich gab ihm nur den Rat, darauf zu vertrauen, was wir erlebt hatten. Denn die sich immer deutlicher am Horizont abzeichnenden schwarzen Rauchwolken, die gen Himmel stiegen, waren Beweis genug, dass wir Menschen für wenige Stunden die Kontrolle über die Welt, die Stadt und unser Leben verloren hatten. Und eben genau deshalb mussten wir anfangen zu begreifen, dass wir mehr zu verlieren als zu gewinnen hatten. Als ich schließlich mein Telegramm aufgesetzt hatte, mich bei Baxter verabschiedete, und meinen Weg zurück zum Anwesen von Challenger antrat, wurde mir bewusst, was ich alles aufzugeben versucht hatte, als ich bereitwillig sagte, ich gebe alles auf und werde hier und jetzt sterben, weil ich niemandem mehr zu Diensten sein kann. Niemand war nutzlos, auch ich hatte viel zu geben und viel zu verlieren. Und alleine der Gedanke daran, dass ich ohne groß nachzudenken das wegwerfen wollte, was ich noch nicht erreicht hatte, Ließ mich Magenschmerzen bekommen. So erreichte ich das Anwesen und sah, dass Austin den schmutzig gewordenen Wagen wieder angefangen hatte zu putzen, so als habe er einem inneren Zwang folgen müssen, die vor 24 Stunden begonnene Tätigkeit zu beenden. Ich wollte mir den Wagen ausleihen, sagte ich zur Begrüßung. So, sagte er, hob den Kopf und schaute mich an. Ich will noch weiter auf das Land hinausfahren. Ich weiß nicht, ob der Professor nicht vielleicht auch eine Reise unternehmen will, um nach London zu gelangen. Er wird mir bestimmt verzeihen, wenn er einen Tag später seine Streitgespräche führen darf, Austin, sagte ich lächelnd und öffnete die Tür des Wagens und wartete darauf, dass Challengers Diener den Motor mit Hilfe einer Kurbel zum Laufen brachte. Das tat er, zu meiner Überraschung, ohne einen weiteren Kommentar. So setzte ich den Wagen langsam und vorsichtig in Bewegung. Bevor ich das Grundstück verlassen konnte, sah ich durch den Rückspiegel, wie Roxton in der Tür erschien, die Hand hob, mir zuwinkte und mir zu verstehen gab, das Grundstück nicht ohne ihn zu verlassen. Ich fahre nicht nach London, sagte ich sofort, als er den Wagen erreichte, die Beifahrertür öffnete und sich schwungvoll neben mir auf dem Sitz niederließ. Das kümmert mich nicht. Nicht? Wir beide, Sie und ich, Melone haben hier doch eine Menge gelernt, oder etwa nicht? Ich nickte, schaute ihn aber dennoch fragend an, weil ich nicht wusste, worauf er genau hinaus wollte. Natürlich hatten wir einiges gelernt, besonders dass wir beide uns jetzt näher standen, als wir es jemals für möglich gehalten hatten. Die Ehrlichkeit, mit der wir uns begegnet waren, hatte das uns verbindende Band so sehr gefestigt, dass ich sagen konnte, dass der hier neben mir sitzende Mann der beste aller Freunde war, die ich jemals in meinem Leben gehabt hatte. Und so fragte ich ihn, nicht ohne schelmisch dabei zu lächeln. Sie werden mir doch jetzt keine grausigen Geschichten aus Südamerika erzählen, oder? Er lachte und antwortete. Nein, ich will mitreisen. Wohin denn? In Richtung Glück. Oh, meinte ich, und war überrascht davon, dass Roxton begriffen hatte, wohin ich jetzt fahren wollte. Woher? Wir beide kennen uns schon einige Zeit und ich bin ein wirklich exzellenter Zuhörer, auch wenn Sie mir das nicht glauben mögen. Ich nickte, weil ich ihm langsam alles zu glauben begann. Außerdem haben Sie von der jungen Dame gesprochen, die Sie jetzt besuchen wollen. Es war der Moment, als Sie das erste Mal das Bewusstsein verloren haben. Da schimpften Sie über Mac Adel und dass er Sie zu uns geschickt hat, anstatt Ihren Urlaub zu gewähren. Oh sagte ich wieder und murmelte dann, als mir bewusst wurde, wie verletzend meine Worte auf meine Freunde gewirkt haben mussten, ich wollte bestimmt niemandes Gefühle angreifen. Das haben sie auch nicht. Sie haben das getan, was wir wohl alle getan hätten, wegen des Schicksals gehadert, das ihnen auf so bestialische und höhnische Art und Weise einen Stock zwischen die Beine geworfen hat. Also dachte ich mir, als ich sah, wie sie in den Wagen stiegen, dass sie sich bestimmt wieder erhoben haben, und weitergehen wollen. So ist es. Deshalb lassen Sie sich von mir begleiten, nicht weil ich sehen möchte, was für einer bezaubernd schönen Frau Sie Ihr Herz geschenkt haben, sondern weil ich selber in den Genuss kommen will, mehr vom Leben zu haben als Abenteuer und einen schnell verblassenden Ruhm, wenn ich von einer meiner Expeditionen heimkehre. Wieder nickte ich. Es wäre mir ein Vergnügen, wenn Sie mich begleiten würden, John. Und damit fuhren wir beide fort. Und ich beendete meinen Bericht über das Ende der Welt, nachdem die Eindrücke noch so frisch und lebendig und so bizarr und unauslöschlich waren.